Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Stadträtinnen, Stadträte, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Stadtratssitzung. Pünktlich wie immer. Jetzt ist es Punkt 6. Wir haben gerade geläutet und Stadtrat Heinecke nimmt auch an der Sitzung teil. Ja, wir sind beschlussfähig aktuell. 22 plus 1. Es fehlt, entschuldigt, Stadtrat Frank Pulten und Stadtrat Wolfgang Richter. Die Tagesordnung liegt Ihnen vor. Gibt es dazu noch Hinweise oder Änderungswünsche? Das ist nicht der Fall. Die Protokolle der 40., 41. und 42. Sitzung liegen Ihnen ebenfalls vor. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Die Unterschriftsleistungen für das Protokoll der heutigen Sitzung bitte ich den Stadtrat Henning Niehus und den Stadtrat Georg Seidel. Beide genickt. Dann haben wir einen Beschluss zu verlesen, zwei Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung. Bitte ich Bürgermeisterin Pia Gebhardt. Ist egal. Es handelt sich einmal um die Beschlussnummer 06443307, Stadtrat 4223. Es geht um den Darlehensvertrag zwischen den Stadtwerken Annaberg Buchholz GmbH und der Stadtwerke Annaberg Buchholz Energie AG. Erstens. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz stimmt dem Abschluss eines Darlehensvertrages für einen Kreditrahmen über eine Kontokorrentlinie in Höhe von 3,5 Millionen Euro zwischen der Stadtwerke Annaberg-Buchholz Energie AG und der Stadtwerke Annaberg-Buchholz GmbH zu. Zweitens, der Stadtrat erteilt hiermit eine Weisung an den Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Annaberg-Buchholz GmbH, den Vertrag zu genehmigen. Das Abstimmungsergebnis waren 22 Ja, keine Nein und keine Enthaltung. Und der zweite, der Beschluss ist die 06443307 vom Stadtrat 4223. Hier geht es um den Darlehensvertrag zwischen den Stadtwerken Annaberg-Buchholz GmbH und der Stadtwerke. Annaberg-Buchholz Energie AG. Also ich würde den dann nur einmal vorlesen. Es ist nur einmal. Es sind zwei Exemplare. Ja, dann ist es doch. Entschuldigung, es bleibt bei dem einen, gemacht. Es war doppelt. Test. Hä? Aber ich hatte ihn ja vorne noch nicht gesehen. Ja, das ist immer ausgedacht. Ich war auch der Meinung, es sind zwei Beschlüsse, aber kann sein. Ja, wir sind beim Tagesordnungspunkt 6, Bürgerfragestunde. Gibt es anwesende Bürger, die eine Frage stellen möchten? Das sieht nicht danach aus. Als erste Beschlussvorlage heute, Tagesordnungspunkt 7, geht es um die Berufung von Funktionsträgern in der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg-Buchholz. Und die zwei Kameraden, Kameradin und Kamerad, sind da. Es geht um die Ortswehrleiterin und den stellvertretenden Ortswehrleiter. Und hier handelt es sich um die Brandmeisterin Saskia Schramm und den Brandmeister Andi Roscher. Beide sollen für eine Amtszeit von 3 Jahren berufen werden. Und das würde heute erfolgen im Rahmen dieser Stadtratssitzung. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz beruft die nachfolgend aufgeführten Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr Annaberg-Buchholz auf die Dauer ihrer Amtszeit für die Ortsfeuerwehr Annaberg. Ortswehrleiterin, Brandmeisterin Saskia Schramm und stellvertretender Ortswehrleiter, Brandmeister Andi Roscher. Wer dafür stimmt, den bitte ich um Ihr Handzeichen. Danke, gibt es Gegenstimmen, Stimmenthaltung? Dann ist es ein einstimmiger Beschluss und ich möchte die beiden Kameraden nach vorn bitten. Das macht sich ein Fotoschlacht.
Vielen Dank an euch. Einsatz. Das war mein nächstes. Ich darf Ihnen mal ganz wenig wissen. So schnell ist man verdonnert. Ich wünsche für die Amtszeit alles Gute, wenig Brände und immer eine erfolgreiche und gesunde Heimkehr ins Gerätehaus. Dankeschön. So, jetzt sind wir schon beim Punkt 8. Der Bericht des Seniorenbeirates. Die zwei Damen sind da, Frau Dubslav als Vorsitzende und die Frau Schmiedgen. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Ich möchte die Berichterstattung des Seniorenbeirats für die Jahre 2020 und 2021 vortragen. Für das Jahr 2022 wird Elke Schmiedgen fortsetzen. Der neue Seniorenbeirat mit zuerst 9 Mitgliedern wurde Ende Februar 2020 berufen. Das heißt, kurz vor der Corona-Pandemie. Unsere Arbeit konnte deshalb nicht so beginnen, wie es sonst üblich war. Die erste Zusammenkunft fand erst am 28.05.2020 statt, zu der der Oberbürgermeister eingeladen war und uns zu den aktuellen Problemen in der Stadtverwaltung informierte. In der zweiten Zusammenkunft im Juni wurde die Kämmerin eingeladen, die uns einen Überblick zur finanziellen Lage der Stadt gab. Die Sommermonate nutzten wir, um uns endlich untereinander auch etwas besser kennenzulernen, uns Ziele zu stellen und Aufgaben zu verteilen. Ende August führten wir unsere erste Sprechstunde auf dem Annaberger Markt durch, die im Ergebnis für uns als positiv eingeschätzt wurde. Neben kleinen Anfragen war schon damals bei vielen Bürgern die Versorgung mit Ärzten das Hauptproblem, dem wir uns stellten, aber von uns allein nicht lösbar ist. Im Herbst wurde in Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative Pro Buchholz und dem Stadtsportbund die schon viele Jahre erfolgreich organisierte Herbstwanderung vorbereitet. Allerdings ist sie leider in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes, fast wie heute, ins Wasser gefallen. Es regnete stundenlang wie aus Gießkannen. Da uns wegen der Corona-Regeln für Veranstaltungen die Hände gebunden waren, überlegten wir, wie wir älteren Bürgern in dieser Zeit eine Freude bereiten könnten. Wir kamen auf die Idee, statt wie sonst üblich zu einer Weihnachtsfeier einzuladen, an Bürger ab 85 Jahren eine Weihnachtsgrußkarte zu schicken. Mit viel Elan und Unterstützung der Stadtverwaltung wurde eine Karte gestaltet. Die Mitglieder des Seniorenbeirats haben ca. 900 Karten im gesamten Stadtgebiet und in den Ortsteilen selbst ausgetragen. Für diese gesamte Aktion erhielten wir viel positive Resonanz. Als Anfang 2021 die Impfstoffe gegen Corona auf den Markt kamen und die Annaberger Festhalle zum Impfzentrum wurde, wurde von uns die Idee geboren, Bürgern ab 80 Jahren bei der entsprechenden Terminvergabe behilflich zu sein. Mit Unterstützung der Stadt konnte dieses Angebot sehr schnell umgesetzt werden. Interessierte Bürger meldeten sich im Bürgerzentrum an und von uns wurden Termine gebucht und die entsprechenden Unterlagen zu den Bürgern gebracht. Bei dieser Aktion konnten wir ca. 80 Termine an die entsprechende Zielgruppe vergeben. Die älteren Bürger waren sehr dankbar für diese Hilfe. Im September 2021 wurde die im Vorjahr geplante Route für die Herbstwanderung mit der Bürgerinitiative Pro Buchholz und dem Stadtsportbund wieder angeboten. Und diesmal hatten wir Glück mit dem Wetter. Es war eine gelungene Wanderung. Am Ziel in Kunersdorf wurden die Wanderer mit Musik empfangen und es wurden Speisen und Getränke angeboten, die von Mitgliedern der Freien Wähler serviert wurden. Im Oktober führten wir unsere zweite Sprechstunde im Barbara-Uttmann-Ring im Haus der Hoffnung durch.
Das Hauptanliegen war dort der Wunsch zur Wiedereröffnung der Spitze. Dieses Thema setzten wir uns für 2022 auf die Tagesordnung. Weiterhin wurde wieder die Hausarztsuche angesprochen. Zu unserer Zusammenkunft im Oktober luden wir uns deshalb den Bürgermeister Herrn Broksch zum Thema Ärztemangel ein und die Stadtsprecherin Frau Flemich stellte sich dem Seniorenbeirat vor. Da die Corona-Regeln unser Zusammenleben immer noch beeinflussten, entschlossen wir uns auch in diesem Jahr noch einmal Weihnachtsgrußkarten an Senioren, diesmal im Alter von 80 bis 85 Jahren, zu schicken. Wir haben reichlich 1000 Karten ausgetragen. Die Resonanz war wieder sehr positiv. Die Anfrage eines Bürgers zum Aufbau eines Selbsthilfestützpunktes in Kleinrückerswalde konnte leider nicht positiv beantwortet werden, da die entsprechende Immobilie nicht mehr nutzbar gemacht werden konnte. Nun noch eine Information zu der Anzahl der Mitglieder des Seniorenbeirats. Wie ich schon am Anfang erwähnte, haben wir mit 9 Personen begonnen. Im Laufe der beiden Jahre haben uns leider 3 verlassen. Wir konnten aber auch 4 neue Mitglieder gewinnen. Ende März, also jetzt, hat uns ein weiteres Mitglied verlassen, sodass der Seniorenbeirat momentan mit 9 Personen von maximal 10 besetzt ist. Zum Ende meiner Ausführung möchte ich noch den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, ganz besonders Frau Baden-Walter und Frau Flemich, danken, die uns bei unseren Aktivitäten nach ihren Möglichkeiten immer unterstützten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, ich möchte jetzt was über das Jahr 2022 sagen, zu Sachen, die regelmäßig wiederkehren und mit denen wir Probleme haben oder die wir auch gut lösen konnten. Wir hatten also 10 Beratungen im Jahr 2022 und wir haben unter anderem 6-mal in der Bergkirche bei dem Empfang der Babys geholfen. Das haben wir auch die Jahre zuvor schon gemacht, würden das auch gerne fortsetzen. Dann haben wir eine öffentliche Sprechstunde in Buchholz durchgeführt im Juni. Die war leider nicht ganz so gut besucht, aber einige Anliegen konnten vorgebracht werden. Auch in Kunnersdorf gab es 2 Seniorentreffen, wo wir versucht haben, in den Räumen, die dort zur Verfügung stehen, die Senioren zueinander zu bringen. 2 Mitglieder vom Seniorenbeirat sind in der Beratungsgruppe zum Tiergehege. Dort gab es eine größere Veranstaltung voriges Jahr und wir wünschen uns sehr, dass das dann auch fortgesetzt wird, denn wir werden immer wieder gefragt, wie das denn mit dem Tiergehege weitergeht. Ich fand es sehr gut, dass heute im Stadtanzeiger dazu Informationen für die Bürger standen. Auch dort werden wir weiter mitarbeiten. In mehreren Beratungen zum Begegnungszentrum Spitze gab es dann auch unter Mitwirkung des Seniorenbeirats im Mai 2022 eine Neubelegung. Und es werden auch jetzt wieder Veranstaltungen durchgeführt, zwar in einem anderen Rahmen als vorher, aber die Bürger sind damit schon ganz zufrieden. Dann hatten wir die Anfrage damals auf dem Markt, ob es nicht einen Seniorentreff im Erzhammer geben oder in der Stadt geben könnte. Nach einigem Hin und Her haben wir dann versucht, sowas zu organisieren und haben im vergangenen Jahr insgesamt 5-mal solche Seniorentreffen organisiert und angeregt. Im Juni angefangen, im September, Oktober, November und im Dezember zu einer offiziellen Veranstaltung. Leider war die Resonanz nicht besonders gut. Und dass wir jetzt in diesem Jahr überlegen, ob wir weitermachen. Eine Veranstaltung hatten wir auch dieses Jahr schon im März. Wir werden sehen, ob es sich lohnt. Leider, obwohl viel Reklame gemacht wird, war die Resonanz nicht, wie wir es uns gewünscht haben. Wir haben auch 2022 wieder an der Seniorenwanderung mitorganisiert im September. Und es gab einige Probleme, die Bürger an uns herangetragen haben, zum Beispiel das Parken des Pflegedienstes. Eine Bürgerin hat uns angesprochen und gefragt, wie das ist. Der Pflegedienst kommt zu ihrer Mutter und hat dann immer Probleme mit dem Parken bzw. mit Strafzetteln. Um dieses Problem haben wir uns bemüht, haben wir mit dem Herrn Ott gesprochen. Es gab dann eine Vereinbarung mit den Pflegediensten, alle, die in Annaberg ansässig sind und der Stadt. Und ich denke, da wurde eine gute Lösung gefunden.
Von unseren Finanzen haben wir im vergangenen Jahr den Ortschaftsräten für die Weihnachtsfeier jeweils einen Zuschuss gegeben, sodass dort schöne Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. Und dadurch ist auch der Kontakt zu den Ortschaftsräten hat gut funktioniert. Wir wurden angefragt, ob wir in der Wichtelstube auf dem Weihnachtsmarkt mithelfen können. Das hatte sich ja dann zu schlagen, aber trotzdem hat eine Kollegin vom Seniorenbeirat dort dann auch Märchen mit vorgelesen. Zwei Mitglieder des Seniorenbeirats waren auch zur zweiten Demo Berggeschrei, unter anderem Renate, und haben dort gesprochen für die Senioren. Auf Anregung von Bürgern haben wir auf den Rundweg, der rings ums Neubaugebiet geht, hingewiesen. Dieser Zustand dieses Weges war sehr schlecht und er wurde dann durch die Stadt in Ordnung gebracht. Die Senioren freuen sich auch über Beiträge im Stadtanzeiger. Das haben wir ja von Anfang an in gewisser Form immer wieder versucht und auch auf Termine und andere Sachen hingewiesen. Das werden wir auch in Zukunft weiterführen. Es gibt ein paar Sachen, die wir nicht erledigen konnten oder noch in Arbeit sind. Das ist unter anderem das mit dem Tiergehege, da würden wir gerne weiter mitarbeiten. Wir möchten gerne dort, oder wir haben den Vorschlag gemacht, einen Mehrgenerationenspielplatz dort zu errichten. Wir sind am Überlegen, was wir mit dem Seniorentreff im Erzhammer machen. Das ist noch in Arbeit. Dann ging es um ein Wartehäuschen, auch eine Anfrage von Bürgern gegenüber der Edeka-Halle im Neubau. Auch da haben wir eine Zusage und hoffen, dass das bald aufgebaut wird. Und so sind ein paar Sachen, die für dieses Jahr geblieben sind. Und viele von denen, die wir jetzt durchgeführt haben, 2022, werden wir auch in diesem Jahr weiterführen. Fürs kommende Jahr, also für dieses und kommende Jahr, haben wir eine neue Idee. Diese Idee besteht darin, dass wir gerne einen Seniorenpreis vergeben wollen. Wir sind im Moment dabei, Kriterien dafür zu erarbeiten und würden dann vielleicht Ende des Jahres zum ersten Mal so einen Preis an Senioren der Stadt vergeben wollen. Wir arbeiten auch mit der WPA zusammen, auch dort gibt es einen Kontakt. Und wie gesagt, mit den Ortschaftsräten, darum würden wir uns auch freuen, wenn in Kleinuckerswalde bald ein Ortschaftsrat entsteht. So, haben Sie noch Fragen an mich? Muss ich mal so fragen. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Sehr viel gesagt. Auf alle. Dann danke ich Ihnen. Wir merken ja immer wieder, dass wir einen sehr aktiven Seniorenbeirat haben. Sie spürt man überall und das kommt auch bei den Stadträten in der Verwaltung an. Und das im positiven Sinne. Und deswegen herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit, für das, was Sie leisten und für das, wo Sie sich einsetzen. Das wird wahrgenommen. Gut, danke schön. Gibt es Fragen an die beiden Damen noch? Bitte, Jörg Heinecke. Erstmal eine Anregung. Wenn der Seniorenbeirat eigene Sprechstunden anbietet, sagten Sie, dass die Resonanz jetzt nicht so die unbedingt große war. Mhm. Es gibt ja immer in den Ortsteilen diverse Anlaufstellen für Bürger, sei es die Ortschaftsräte, die Sitzungen, wenn da immer jemand vielleicht anwesend wäre. In Buchholz haben wir jetzt anders so eine Sprechstunde etabliert, was zum ersten Mal sehr gut angenommen worden ist. Da könnte man ja die Energien bündeln. Richtig. Die Idee hatten wir dann auch, nachdem wir das ja auf dem Markt und auch in Buchholz dort auf dem freien Platz gemacht haben, eben jetzt in solche Veranstaltungen zu gehen. Und zu Weihnachten, als wir bei den Ortschaftsräten waren, haben wir das schon versucht. Ja, das ist eine gute Idee, das werden wir auch so machen. Wir gehen, ich will es vielleicht sogar mal im Seniorenkolleg probieren, selbst da sind ja sehr viele Senioren, dass wir dort fragen. Denn von sich aus kommen die Leute wenig, das muss ich sagen. Ja. Ja. Zumal, es war vielleicht auch, weil es das erste Mal war, der Wein, es war fruchtbar. Schön. Und das könnte man ja bündeln. Genau. Ich habe schon mit dem Ricke Baden über dieses Problem gesprochen, wir sind uns schon einig. Das war schon wahr. Und darf man erfahren, aus welchen Personen sich der Seniorenbeirat jetzt momentan zusammensetzt? Darf man schon erfahren. Ja, erfahren schön, was willst du da wissen? Genau. Was ist? Also ich sag mal, wir haben zwei Frauen aus Geiersdorf, das ist die Frau Monika Meyer und die Brigitte Kannegießer. Dann gibt es aus Annaberg die Ute Korn, heißt du Korn, ja, und nee, mich. Schütze. Dann gibt es aus Buchholz Renate und den Matthias Enderlein. Aus Kunnersdorf die Anne
Annelie Hofmann. Wen haben wir noch? Und aus dem Neubau die Hannelies Schreiber und die Gudrun Haubold. Ja, also eigentlich aus den Ortsteilen, außer eben aus Kleinmöckerswalde. Und da ist noch niemand dabei oder eben auch nicht aus Frohnau. Aber da sind wir eigentlich auch offen dafür zu sagen, es kann gerne noch jemand kommen. Ein Mann wäre uns sehr lieb, weil wir viele Frauen sind. Wegen der Quote. Wegen der Quote, ja. Aber ich danke Ihnen für Ihre engagierte Arbeit. Gut. Ja. Ja, meines Wissens haben wir die gewählt, den Seniorenbeirat vor 2 Jahren, glaube ich, oder inzwischen 3. Aber da ändert sich ja immer mal was. Und deswegen ist es ganz gut. Vielleicht findet der eine oder andere Stadtrat mal die Gelegenheit, auch an so einer Sitzung des Seniorenbeirats teilzunehmen. Als Verwaltung sind wir immer dabei. Gut, dann bedanke ich mich für den Bericht des Seniorenbeirats. Wir kommen zu Vorlagen aus dem Verwaltungsausschuss. Und der erste Beschluss beinhaltet den Erwerb eines Flurstücks. Zweck ist der Rückbau. Wir haben ja in der Stadt schon mehrfach das Dilemma, dass wir Immobilien haben, die stark gefährdet sind, als Problemgebäude erfasst sind und mit einer Priorität eingestuft worden sind, einen Rückbau so bald wie möglich zuzuführen. Bei diesem Grundstück handelt es sich genau darum. Und jetzt sind wir in der Lage, dieses Grundstück zu erwerben, samt Haus und dann Rückbau anzugehen. Und das für 1 Euro. Also ich glaube, wir haben das in der Vergangenheit ja das eine oder andere Mal auch getan, mit Fördermitteln dann möglichst die Rückbaukosten abdecken können. Geht nicht immer, aber hoffe mal, das wird sich in Grenzen halten. Gibt es zu dieser Beschlussvorlage Wortmeldungen? Erschöpfend beschrieben. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz beschließt den Erwerb der Liegenschaft Bambergstraße 4, Flurstück 1264, Gemarkung Annaberg, durch die Stadt Annaberg-Buchholz vom Nachlassliquidator Sven Schreider, wohnhaft Groß-Olbersdorfer Straße 42 in Trebach, zum Zwecke des Rückbaus zu einem Kaufpreis von 1 Euro. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist das einstimmig beschlossen. Dankeschön. Der nächste Tagesordnungspunkt ist auch eine Beschlussvorlage. Und hier geht es um ein Handlungskonzept, die nachhaltige integrierte Stadtentwicklung für EFRE. Wir haben in der Vergangenheit ja sehr erfolgreich und mit viel finanzieller Hilfe dieses Programm mit begleiten dürfen und nutzen dürfen. Die neue Förderperiode liest sich etwas abenteuerlich von 2021 bis 2027, die aber jetzt erst in der Durchführung möglich ist zu beschließen. Rückwärts bauen kann man natürlich nicht, aber Mario Dammköhler wird uns den Inhalt in kompakter Form vorstellen. Im Technischen Ausschuss und im Verwaltungsausschuss wurde das ausführlich behandelt und jeweils einstimmig beschlossen. Bitte schön, Herr Dammköhler. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger. Ich würde heute gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen das sogenannte GEAK in den Grundzügen vorzustellen, über das Sie heute zu beschließen haben. Das GEAK, also das ist die Abkürzung für dieses gebietsbezogene Handlungskonzept, ist die Grundlage dafür, uns erneut um Fördermittel aus dem EFRE zu bewerben und setzt den Beschluss des Stadtrats zwingend voraus. Ansonsten haben wir dort keine Möglichkeit, dort den Förderantrag zu stellen. Vielleicht in aller Kürze, der Europäische Fonds für Regionalentwicklung ist ein sogenannter Kohäsionsfonds, der das Ziel hat, die Defizite innerhalb der EU zu bewältigen und auszugleichen. Wir haben dort diese 7-jährigen Förderzeiträume, in denen das Geld zur Verfügung gestellt wird, und dieser nachhaltige integrierte Stadtentwicklung ist eben ein Baustein, der in diesem EFRE, Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, angesiedelt ist. Dieser NISE hat das Ziel, vor allen Dingen die Lebensbedingungen der Bürger und Bürger zu verbessern. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Gebietsförderung. Das heißt, wir müssen ein Fördergebiet definieren, in dem diese Maßnahmen umgesetzt werden können. Das ist eben Grundlage auch des Ihnen vorliegenden Konzeptes, wo wir das getan haben. In diesem Gebiet müssen wir bestimmte Defizite nachweisen und darstellen und dann Maßnahmen entwickeln, mit denen wir diese Defizite bereinigen wollen und die Lebensbedingungen eben auch soweit verbessern wollen. Die Förderquote aus dem Programm liegt bei maximal 75%, ist also auch für die Stadt eine relativ attraktive Förderung, die wir hier gerne nutzen würden.
Der Antrag, das sehen Sie hier, den müssen wir stellen bis zum 31.03. Das heißt, wie gesagt, heute ist der finale Punkt zu setzen mit dem Beschluss des Stadtrates, der uns dann die Möglichkeit gibt, diesen vierten Antrag auch morgen einzureichen. Wir stellen uns dann im Wettbewerbsverfahren, in dem wir uns auch mit anderen Städten im Freistaat Sachsen messen müssen. Das heißt, es ist kein Automatismus, dass wir automatisch auch in diesem EFRA aufgenommen werden, sondern das ist eben eine Bewerbung. Und wir müssen dann, wenn wir genommen werden, auch erneut dann diese Einzelprojekte, die wir definiert haben, zur Beantragung einreichen. Über die wird dann nochmal entschieden. Die müssen wir dann erst zur Planreife bringen. Jetzt hat der Oberbürgermeister schon gesagt, dass wir grundsätzlich schon, ja, was das angeht, im EFRE nachhaltig integrierte Stadtentwicklung relativ alte Hasen sind. Das heißt, wir haben auch in den vergangenen beiden Förderzeiträumen eine Reihe von Projekten mit entsprechend sehr positiver Außenwirkung auch für die Stadt und für die Stadtentwicklung umsetzen können. Ich würde mal beispielhaft auf das Parkhaus Altstadt 2, also Scheibnerstraße, verweisen, das wir im Förderzeitraum 2007 bis 2013 umgesetzt haben. Auch der Rückbau Johannesgasse war dort über das EFRE gelaufen. Insgesamt in dem Zeitraum 3 Millionen Fördermittel, die Stadt dort nach Annaberg holen konnte. Im Förderzeitraum 2014 bis 2020 haben wir beispielsweise die Sanierung des Nordkopfes, der ja am Montag feierlich dann auch eröffnet wird, die damit eng verbunden die Neugestaltung des Bahnhofsplatzes, der jetzt auch ein ordentliches Bild dort im Umfeld ergibt, und auch das Nahverkehrsnetz Münzviertel als großes Vorhaben. Auch das unterlegt mit rund 3,5 Millionen Fördermittel aus dem EFRE. Für die neue Förderperiode sind wieder mal drei Fördersäulen hinterlegt, in denen sich diese zur Anmeldung vorgeschlagenen Projekte einordnen müssen. Wir haben die Verringerung des CO2-Ausstoßes, beispielsweise durch Verringerung von verkehrsbedingten Emissionen oder die Verbesserung der Energieeffizienz der kommunalen Gebäude. Wir haben den Themenbereich der wirtschaftlichen sozialen Belebung. Darunter würde dann das City-Management fallen, die Aufwertung des Wohnumfeldes oder auch die Aufwertung von Parkanlagen. Und das Thema Stadtökologie, wo es um grüne Infrastrukturen, blaue Infrastrukturen geht, also Bachläufe, Gewässer und Parkanlagen auch nochmal. Auch hier eine Säule, die dort benannt ist. Mit dieser Folie möchte ich kurz die Gebietsabgrenzung darstellen. Also das neue Fördergebiet wird sich im Wesentlichen auf die historischen Kernstädte, Innenstädte von Buchholz und Annaberg beziehen. Wir haben dann noch die Naherholungsbereiche im Pöhlberg mit dazugenommen. Insgesamt eine Fläche von 182 Hektar, das sind 6,5% der Stadtfläche und knapp 4.800, also 4.900 Einwohnern, sodass fast ein Viertel der Bewohner der Stadt in diesem Bereich, der hier dargestellt und umrandet ist, leben. Dann hatte ich vorhin schon mal kurz gesagt, dass es sich bei dem Gebiet, was wir zur Förderung anmelden, um ein sogenanntes benachteiligtes Stadtgebiet handeln muss. Die Benachteiligung soll sich immer in dem Sinne erschließen, dass wir vom Landesdurchschnitt der hier benannten Kriterien beziehungsweise vom Stadtdurchschnitt abweichen. Beispielhaft genannt die Bevölkerungsstruktur, die Umweltsituation, die Quote der SGB-II-Anteile im Stadtgebiet. Das haben Sie ausführlich in dem vorliegenden Konzept beschrieben. Ich würde jetzt nur ganz kurz mal zwei Beispiele nennen, wo wir das mal runterdezidiert haben. Hier habe ich mal den Leerstand und die Problemgebäude, weil wir vorhin auch die Bambergstraße 4 mit hatten. Also insgesamt haben wir fast 1.000 Wohngebäude im Quartier. Davon, sagen wir, wenn man bei den Wohneinheiten den Leerstand betrachtet, haben wir eben gerade in den Innenstadtbereichen einen erhöhten Leerstand. Hier gehen wir von 24% knapp auf. Im Stadtgebiet insgesamt sind es derzeit knapp 15%, also doch eine höhere Betroffenheit. Wir haben 40% der Totalleerstände, die sich in diesem Quartier befinden, und fast die Hälfte der Problemgebäude, eben auch die Bambergstraße 4, die wir hiermit nun bereinigen wollen. Wenn man den Sanierungsstand anschaut, ist der für das Innenstadtgebiet recht gut. Wir liegen bei 61% vollsaniert oder Neubau der Gebäude, 27% sind immerhin teilsaniert, sodass 13% oder 12% unsaniert sind. Das größere Problem, was auch im Hinblick auf die Entscheidungen, was die Energiepreisentwicklung angeht, ist vor allen Dingen der energetische Zustand der Gebäude, dass eben ganz viele durch die Altersstruktur der Gebäude nicht den Zustand aufweisen oder aufweisen können, der von vielen Förderungen, mittlerweile auch von vielen Banken gefordert wird, um dort eine Finanzierung auch zu stemmen. Hier in dieser Liste habe ich mal die Vorhaben kurz zusammengefasst, die wir im Rahmen dieser Förderperiode umsetzen wollen. Wir haben dort die Verbesserung der CO2-Bilanzen für das Rathaus und die Silberlandhalle angesiedelt, die Verbesserung der Energieeffizienz der Denkmalbeleuchtung der Stadt,
eine Errichtung eines Radwegs vom Bahnhof zur Altstadt Annaberg sowie die Errichtung von Radabstellanlagen. Das haben wir in der Grünsäule, also die Verringerung von CO2-Emissionen, und wollen dort eben dort verschiedene Wege gehen, dort dieses oder diese Herausforderung auch anzunehmen. In der sozialen wirtschaftlichen Belebung haben wir das Pöberghaus verortet. Dort geht es darum, den Küchenneubau, Anbau zu realisieren und die Barrierefreiheit für den großen Saal im Pöberghaus herzustellen, auch im Außengelände die Barrierefreiheit zu verbessern. Wir haben die Umgestaltung und Aufwertung des Parks am Pöberg, auch das eine Aufgabe, und hier natürlich auch die Möglichkeit, dort dafür eben die notwendigen Fördermittel zu akquirieren, damit wir da tatsächlich auch in dem Umfang tätig werden können, wie wir es uns vorstellen. Das City-Management, den kommunalen KU-Fonds, die Verbesserung der Verkehrssicherheit im Nahversorgungszentrum sowie, und das ist nochmal ein Bereich, den wir in der Vorbereitung im Technischen Ausschuss und im Verwaltungsausschuss noch nicht benannt hatten, die Auflockerung des Block-Innenbereichs im Quartier Mittelgasse. Das würde ich dann ganz kurz nochmal vorstellen, um was es sich dort handelt, weil es hier tatsächlich nochmal eine Änderung ist. Zwei Projekte kann man auch in dem Bereich Stadtökologie sicher mit ansiedeln, wobei wir vor allen Dingen dort die soziale Belebung, wirtschaftliche Belebung im Fokus sehen. Insgesamt steht dort eine Gesamtinvestitionssumme von 4,16 Millionen Euro, die wir in den nächsten Jahren umsetzen wollen. Davon hoffen wir auf Fördermittel von 2,89 Millionen aus dem EFRE, sodass ein Eigenanteil von 1,27 Millionen bei der Stadt bleibt. Wie gesagt, alles Maßnahmen, die auch in den konzeptionellen Grundlagen der Stadt, das heißt auch Verkehrskonzept und Stadtentwicklungskonzept, hinterlegt sind, verankert sind und die wir hier durch die Förderung der Europäischen Union mit unterstützt umsetzen möchten. Wie gesagt, hier nochmal der ganz kurze Überblick zu den Einzelprojekten. Was stellen wir uns vor? Beim Rathaus geht es vor allen Dingen darum, den Stromverbrauch zu reduzieren. Dort ist ein sehr großes Einsparpotenzial, der zum einen natürlich die CO2-Belastung dort deutlich senken kann und zum anderen natürlich auch die Betriebskosten für dieses große Objekt und damit auch den Stadthaushalt entlasten kann. Also das ist auch ein ganz wichtiges Ziel. Ein ähnlicher Fokus liegt bei der Silberlandhalle. Dort haben wir auch das Problem, dass vor allen Dingen die Spielfeldbeleuchtung dort sehr energieintensiv ist. Auch hier kann man mit den entsprechenden Maßnahmen sehr, sehr hohe Potenziale nutzen, mit den entsprechenden Effekten, sowohl ökologisch als auch finanziell für die Stadt. Die Denkmalillumination betrifft vor allen Dingen die Kirchen in der Stadt, die bestrahlt werden. Das heißt, St. Ann, St. Marien und St. Katharinen haben eine Denkmalbeleuchtung, die mittlerweile mehr als 20 Jahre alt ist und entsprechend energetisch nicht mehr auf dem Stand ist, den wir uns heute vorstellen. Auch hier gehen wir von Stromeinsparungen von 60%, also schon erheblich. Bei der Radwegverbindung geht es da um die Anbindung des unteren Bahnhofs an die Innenstadt. Dort geht der touristische Radweg aus dem Sachsennetzrad Sächsische Mittelgebirge entlang, den wir hier besser ausbauen wollen. Korreliert auch sehr eng mit den Maßnahmen, die dort geplant sind im Bereich OPW, das heißt Theaterplatz, das Nahversorgungszentrum, dort diese notwendigen Baumaßnahmen auch zu kombinieren und dann auch diese Anbindung hier zu schaffen. Die Radabstellanlagen ist auch eine Maßnahme, die aus dem Verkehrskonzept kommt. Auch hier ist es so, dass wir den Fahrradverkehr in der Stadt stützen wollen, indem wir auch die Möglichkeit schaffen, das Fahrrad dort, wo der Nutzer hin will, auch sicher abzustellen. Da wissen wir auch eine ganze Reihe von Gegenden, wo wir noch keine Angebote haben. Die wollen wir gerne nachziehen und das hiermit über eine Förderung auch entsprechend kostengünstig für die Stadt tun. In dem Bereich wirtschaftlich-soziale Belebung hatte ich vorhin kurz angeklungen, das war das Pöberghaus, wo wir hier eine Möglichkeit sehen und hoffen, dass wir dann auch zum Zuge kommen, weil es eine relativ große Maßnahme ist, die nach jetziger Recherche auch in keinem anderen Förderprogramm unterzubringen ist. Und wir hoffen eben, dass wir hier im EFRE einen Ansatz finden, um diese Gesamtmaßnahme auch zu stemmen und dann auch den Weiterbetrieb des Pöberghauses, der uns sicher allen sehr am Herzen liegt, dann auch weiter zu gewährleisten. Der Bereich Pöbergpark, das wissen wir, da haben wir auch eine umfangreiche Bürgerbefragung mit einer sehr hohen Beteiligung gehabt. Also wir kennen die Bedarfe und die Wünsche mittlerweile sehr genau, wissen auch, dass das, diesen Wünschen auch entsprechen zu können, relativ große Investitionen erfordern, die wir wirklich nur im Rahmen einer Förderung auch stemmen können. Deswegen auch hier dieses Projekt ganz klar mit verortet. Und wir hoffen auch hier, dass wir dann die Grundlage schaffen, dort die nächsten Schritte gehen zu können.
bei den KU-Fonds ist es so, auch das haben wir in den letzten Jahren sehr erfolgreich praktiziert, dass wir für die, vor allen Dingen für die kleinen Unternehmen in der Stadt eine Grundlage schaffen, ihre Läden zum einen neu zu beleben in der Innenstadt und zum anderen auch zu attraktivieren. Da haben wir in den vergangenen Jahren deutlich über 30 Kleinunternehmen unterstützen können, die dann ihre Läden auch aufwerten konnten, sodass wir hier tatsächlich auch einen Anreiz schaffen, dort in der Stadt beispielsweise leergefallene Flächen wieder neu zu beleben oder eben auch wieder Investitionen in bestehende Läden zu setzen. Auch das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Geschichte für einen Wirtschaftsbereich, der ansonsten von allen Förderungen eigentlich ausgeschlossen ist, sodass wir hier tatsächlich dann auch eine Grundlage und auch ein Alleinstellungsmerkmal für gerade Einzelhandels- oder Dienstleistungsunternehmen schaffen können. Das City- und Geschäftsstraßenmanagement, auch hier wird es oder möchten wir gerne das wieder etablieren und neu beleben, dass es wieder jemanden gibt, also einen City-Manager, der sich vor allen Dingen um die Belange der zentralen Versorgungsbereiche kümmert, dort Maßnahmen unterstützen kann und auch für die Belebung und für die Attraktivierung unserer Einkaufsinnenstadt dort maßgeblich die Weichenstellungen auch vornimmt. Dann haben wir das Thema Nahversorgungszentrum Buchholz, auch das ausführlich beschrieben, auch im Verkehrskonzept. Da stellen wir uns vor allen Dingen die Verbesserung der Barrierefreiheit vor im Bereich der kleinen Wendeschleife, das heißt der Bushaltestelle, einen Fußgängerüberweg zu schaffen, der das sichere Queren der Straße dort erlaubt und auch die Bordhöhen dort entsprechend mit berücksichtigt, dass wir dort den Bereich etwas besser für die verschiedenen Nutzergruppen in der Nutzung auch aufwerten können. Und das ist das neu aufgenommene Maßnahme. Da gab es von der Tetzelpassage GmbH den Antrag sozusagen, dieses Projekt noch mit in die Förderung aufzunehmen. Würde dann so aussehen, dass es eine Weiterleitung an den privaten Dritten dort gibt, der dann den Eigenanteil auch tragen muss. Sieht vor, dass wir diesen Innenbereich, der im Besitz der Tetzelpassage GmbH ist, entkernen, das heißt dort den bestehenden Gebäudebestand abreißen, sodass dann Platz ist, zum einen für die Etablierung von Stellflächen, die dort in dem Bereich sicher notwendig sind und auch dass die wirtschaftliche Verwertung der Immobilien im Umfeld dort verbessert und zum anderen auch Platz schafft, um dort, sagen wir, Grünflächen, eine vertikale Begrünung zu machen, sodass wir dort auch ökologisch was Gutes tun können. Das wäre dieses Projekt, was neu dazugekommen wäre und was wir gerne noch mit Ihnen zum Beschluss vorlegen wollen, sodass wir das hier noch mit ergänzen würden. Wie wäre der Ausblick für die weitere Entwicklung des Programms? Wir würden heute hier in diesem 30.03. dem Beschluss des Stadtrates stehen, müssen morgen das Gebietskonzept einreichen und erwarten richtigerweise erst im dritten Quartal tatsächlich auch den Rahmenbescheid. Das heißt, wenn wir realistisch rangehen, auch wenn wir in das Vorhaben aufgenommen werden, kommen wir nächstes Jahr mit den Baumaßnahmen erst zum Zuge, sodass wir 2024 starten können. Jetzt sehen Sie hier, 2027 ist die Förderperiode zu Ende, dann gibt es noch eine gewisse Nachlaufzeit, aber insgesamt ist es ein relativ sportlicher Zeitabschnitt, um die ganzen benannten Maßnahmen auch umzusetzen. Das haben Sie gesehen, da hängt auch immer viel Arbeit drin, auch diese Maßnahmen entsprechend vorzubereiten, zur Reife zu bringen, sodass wir die auch umsetzen können. Das wäre im Prinzip der Zeitablauf, sodass wir dann uns, sagen wir mal so, bis 2029, die Maßnahmen müssen wahrscheinlich dann bis 2028 auch umgesetzt sein. Auch uns viel vorgenommen haben, aber wir stellen uns dem gern. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Damköhler. Also war bildhaft und in den Ausschüssen auch ausführlich vorbereitet. Gibt es dazu Wortmeldungen? Bitte, Stadtrat Heinicke. Mittelgasse. Das Carré soll innen ausgeräumt werden? Richtig. Und was soll da etabliert werden? Also Ziel ist es erstmal, den Gebäudebestand, der teilweise schon sehr stark verfallen ist, erstmal rauszuholen. Dort gibt's schon keine Nutzung mehr. Der hat auch keine Nutzung mehr. Da gibt es auch schon die Zustimmung von der unteren Denkmalschutzbehörde. Also wir dürfen dort auch tätig werden. Zielstellung ist es dort, diese Gebäude dort zu beräumen, Stellplätze herzustellen, die dann für die Gewerbetreibenden, auch die Nutzer der Tetzelpassage, zur Verfügung stehen. Und als öffentlicher Raum? Teilöffentlich. Also das muss man auch sagen, das ist ja dann am Ende trotzdem eine Privatfläche.
die dann auch vermietet werden kann. Aber wir gehen davon aus, dass wir haben ja in dem Umfeld, auch in dem Quartier, eine Reihe von Immobilien, die sehr, eine sehr schwierige Situation haben, die auf dem Weg zu einer Problemimmobilie sind. Und wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir diesen Innenhof freiräumen, also Luft reinlassen, Licht reinlassen, dass diese Nutzung der Immobilien in der großen Kirchgasse oder an der kleinen Kirchgasse besser ist und dann auch eine Sanierung dieser Gebäude, die dort noch fehlen und dort in sehr schlechten Zustand mittlerweile schon aufweisen, dann auch folgt. Stadtrat Simon, bitte. Beantragen wir dafür eine höhere Fördersumme oder müssen dann andere Objekte mit einem geringeren Budget auskommen? Wir würden eine höhere Fördersumme beantragen. Okay. Es gibt ja, so viel ich weiß, ein Gesamtbudget bei EFRE. Und es ist ja nicht gesagt, dass alle Projekte dann so funktionieren, wie wir umgesetzt werden. So war es in der Vergangenheit. Herr Brandl, bitte. Ja, also auch von uns erstmal vielen Dank für den Vortrag. Eine Detailfrage bezüglich des Radweges an der Bahnhofstraße, die Verbindung unterer Bahnhofstadt. Da haben wir ja die Durchfahrt durch die Brücke. Das ist ein Flaschenhals. Das ist also schon ziemlich eng. Wenn da jetzt noch Radweg dort integriert wird, ist das dann noch verkehrssicher? Also das ist genau der Punkt. Also gerade in dem Bereich des Theaterplatzes wissen wir, dass wir dort den Hauptteil der Maßnahmen umsetzen müssen. Zielstellung wäre dort, wir haben neben der Durchfahrt der Straße noch einen zweiten Bogen sozusagen, der im Stadtbesitz ist, also wo auch unser Grundstück lang geht. Und wir würden gerne einen Fuß- und Radweg dort durch diesen zweiten Bogen führen, um dann sagen wir, nicht durch die Engstelle zu müssen, um dann weitere Probleme zu haben, sondern dass wir das umfahren. Und das ist eigentlich eine Hauptzielstellung mit des Radwegs. Das wäre dann einfach für die Fußgänger nicht mehr so lebensgefährlich. Stadtrat Baden, bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Arbeit. Ja, es war sehr umfangreich, die ganze Geschichte, wo es natürlich ein bitterer Beigeschmack ist. Wir lesen hier EFRE 21 bis 27, jetzt mit Rückmeldung sind wir bei 23, also fehlt uns ja schon wieder ein Haufen Zeit. Das sind schon wieder Sachen, die ich einfach nicht verstehe, warum das so ablaufen tut alles. Wenn wir, weil wir das vorhin gerade gelesen haben, hier neue Versorgungszentrum Buchholz, wenn das dann dort in die Phase gehen sollte, dass wir uns da wirklich nochmal eng abstimmen, wie gesagt, die ganze Geschichte, weil es gerade gesagt worden ist, mit Fußgängerüberweg etc. Ich habe das auch schon im Ausschuss gesagt, ich muss nochmal vor allem, wir haben jetzt mal vor vier Jahre her sein, haben wir uns mal mit dem Ordnungsamt dort getroffen, und wollten dort eine sichere Überquerung der Schüler haben, für die Schüler haben, da ist kein Weg noch gegangen und jetzt erscheinen wir das auf einmal, nein, das ist manches wohl für mich auch ein bisschen komisch. Hat sich da jetzt ein bisschen die letzten drei Jahre geändert, fordert mir Autos lang oder? Ja, es weil ich älter war. Danke. Ja. Gut Ding will Weile haben, manchmal kommen Erkenntnisse vielleicht dazu, aber vielleicht Herr Dammkühler, für die Öffentlichkeit ganz wichtig, sagen Sie noch mal was zu diesen Zeitangaben. Wo liegen denn die Ursachen, dass man jetzt 2023 über ein Entwicklungskonzept von 2021 bis 2027 erst beschließen können. Sonst versteht es ja keiner, sonst denken die, wir lassen das bei uns so lange liegen. Also es liegt tatsächlich nicht bei uns. Also die Förderrichtlinie, die jetzt die Grundlage überhaupt für den Antrag ist, die ist im Januar veröffentlicht worden. Diesen Januar? Genau, also 2021. Von daher hat der Fördermittelgeber, der muss natürlich auch eine ganze Reihe von gegenüber der EU eine ganze Reihe von Anträgen stellen, bis das dann, sagen wir, nach Sachsen gesickert ist, das Geld. Und dann Sachsen soweit ist, dass dann auch der Förderantrag dargestellt werden kann, sodass die Förderrichtlinie steht. Das dauert seine Zeit. Hier gab es dann zusätzlich noch ein paar interne Schwierigkeiten, wahrscheinlich dann auch beim Richtliniengeber. Ja, so dass wir erst im Januar sozusagen die Richtlinie hatten und dann ist die Zeit relativ knapp und ja, dann ist mal so ein Jahr weg, das wir uns eigentlich schon gewünscht hätten für die Umsetzung der Maßnahme. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Und der Beschlussvorschlag lautet erstens, der Stadtrat beschließt, das gebietsbezogene integrierte Handlungskonzept nachhaltige integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027 sowie die Gebietsabgrenzung des ausgewählten Stadtquartiers. Zweitens, die Verwaltung wird beauftragt, den Antrag zur Aufnahme des Gebietes in das Programm Nachhaltige integrierte Stadtentwicklung EFRE 2021 bis 2027 zu stellen. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt, sich enthält? Dann ist das einstimmig angenommen. Herr Dammkühler, Sie können loslegen und morgen einreichen. Übermorgen bauen, ja. So, die nächste Beschlussvorlage,
enthält ja einiges an in vergangenen Tagen, Wochen, Monaten an Brisanz und an Unklarheiten, an Gerüchten und Ähnlichem. Wie Sie alle wissen, hat vergangenes Jahr die Festhallengenossenschaft ihre Tätigkeit eingestellt. Die Immobilie ist Eigentum der großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz, fällt somit wieder an uns zurück. Und natürlich sind wir nicht interessiert, eine weitere Veranstaltungslokalität selbst zu betreiben. Und deswegen haben wir uns in den vergangenen Wochen und Monaten Gedanken gemacht, wie das weitergehen kann, dass die Festhalle genutzt wird, ohne dass wir zusätzlich Personal vorhalten müssen oder das bestehende Personal noch weitere Aufgaben bekommt, wo es schon so hinten und vorne nicht mehr reicht. Heute liegt eine Lösung vor, die jetzt seit ein paar Wochen schon praktiziert wird. Das ist im Verwaltungsausschuss diskutiert worden, im Ältestenrat diskutiert worden. Und wir gehen davon aus, dass wir für die nächsten zwei Jahre, sprich 2023 und 2024, auf diese Art und Weise die Festhalle, so wie sie jetzt steht, auch weiter anbieten können und dass das funktioniert. Und ich bitte dazu, Christian Uhlig, das kurz vorzustellen, dass wir in der Öffentlichkeit das auch nachvollziehen können. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Gäste. Allem vorausgegangen ist die Ankündigung oder der Ablauf ja des Nutzungsvertrages durch die Festhallengenossenschaft. Wir haben daran anschließend ein Interessenbekundungsverfahren initiiert, wo kein annehmbares Angebot eingegangen ist, was uns in die Lage versetzt hätte als Stadt, eine weitere Überlassung des Gesamtkonstruktes Festhalle für die nächsten Jahre uneingeschränkt zu vollziehen. Der Oberbürgermeister hat ausgeführt, es war dann eine Aufgabe zu sagen, wie könnte es denn übergangsweise funktionieren. Natürlich waren diese Phasen auch geprägt von den Auswirkungen und Einschränkungen der Corona-Pandemie, jetzt zusätzlich von den Umständen, alles, was mit Energie zu tun hat, sodass also diese Veranstaltungsbranche in Gänze relativ gebeutelt und natürlich auch vorsichtig in der weiteren Initiative, was Großveranstaltungen oder was sogar Übernahme von Veranstaltungslokalitäten betrifft, sodass also auch hier überall da, wo wir Kontakt hatten, eher ein verhaltenes Echo zu spüren war. Was haben wir uns als Verwaltung dabei gedacht? Wir haben natürlich geschaut, was gibt es für Kosten, die zwingend anfallen über ein komplettes Jahr. Die Festhalle ist mit einer ganzen Menge an Technik ausgestattet, die auch ohne weiteres nicht stillgelegt werden kann. Das heißt also, wenn man dort eine Komplettstilllegung vornimmt, läuft man Gefahr, dass Anlagenteile ihre Nutzung zukünftig verweigern werden, beziehungsweise dass Zulassungen ablaufen, sodass also danach wieder Investitionsaufwand entsteht, sodass also aus unserer Sicht ein Weiterbetrieb, ohne dass man jetzt ein größeres Risiko eingeht, eigentlich zwingend ist. Dazu kommt, dass es Anfragen gab, die für dieses Jahr, für 23, inzwischen auch für 24 vorliegen. Ja, sodass wir eine Kalkulation vorgenommen haben, die jetzt ein Nutzungsentgelt pro Veranstaltungstag von 1.500 Euro vorsieht. Was für uns ganz entscheidend war, zu sagen, Verbräuche werden tatsächlich weiter berechnet. Das heißt, dass es gibt eine Übergabe der Halle an den jeweiligen Nutzer mit einer Ablesung aller Zählerstände. Und nach Veranstaltungsende und Rücknahme an uns wird das wieder abgelesen und die ersten Veranstaltungen, die so durchgeführt wurden, haben das gezeigt. Das funktioniert eigentlich reibungslos und jeder hat eine klare Vorstellung, was er an Verbräuchen da generiert. Auch das ist ja von Veranstaltung zu Veranstaltung völlig unterschiedlich. Alle weiteren Dinge, die eine Veranstaltung braucht, von der Beschallungstechnik bis hin zu Hausmeisterdiensten oder da ist die Bandbreite ja relativ groß, hat der jeweilige Nutzer für seine Veranstaltung eigenständig zu organisieren und auch zu finanzieren, sodass also auch durch die Stadt keinerlei Zwischenrechnungen oder Weiterberechnung erfolgt. Ja, das alles, Herr Oberbürgermeister hat es gesagt, soll für das Jahr 23 und 24 testweise erfolgen. Also in keinster Weise sind wir da auch als Verwaltung
in der Lage oder auch daran interessiert, das als zusätzlichen Veranstaltungsstandort in Hoheit der Stadt weiter zu betreiben. Aber es wäre zumindest die Chance, diese Zeit intensiv zu nutzen, um weitere Aktivitäten in Richtung Weitergabe der Betreibung vorzunehmen, sodass wir Ende 23 hier einen Bericht abgeben werden gegenüber dem Stadtrat, wie das Jahr 23 gelaufen ist und wie die Perspektive für 24 aussieht. Und ich glaube, dann ist es wichtig, eine Perspektive darüber hinaus zu entwickeln, wie die Festhalle als Veranstaltungsort weiter funktionieren kann. Herzlichen Dank, Herr Uhlig. Gibt es dazu Wortmeldungen? Bitte, Herr Baden. Also wie ich herauslesen, du übernimmst es in Zukunft Fahrbereich 6 und 8, sprich als Sachgebiet der Liegenschaften. Genau, also nicht mehr Fachbereich Bau. Natürlich, gehört dazu. Das gehört zum Bau. Liegenschaften gehören inzwischen zum Fachbereich. Ja, aber die Vorsätze liegt es noch auf deinem Tisch. Nein, liegt dem Sachgebiet Liegenschaften, wenngleich ich dem Sachgebiet vorstehe und natürlich dort in gewisser Weise erstmal ein bisschen Anschubleistungen erbringen musste, damit das jetzt funktioniert. Aber wir haben dort Mitarbeiter. Das wäre nur wichtig, weil ihr, glaube ich, auch noch was gesagt hat. Also, ja, ja. Bin ich ehrlich, das hat noch mal ganz sehr am Herzen, weil das habe ich auch nicht verstanden. Aber gut, wenn das so ist, wenn ihr euch das geklärt habt, ist gut. Wer ist denn der konkrete Ansprechpartner eigentlich? Gibt es da einen konkreten Ansprechpartner für Leute, die jetzt fragen, wir wollten eine Veranstaltung machen? Gibt es da direkt einen Namen, wo man sagt, also, wendet euch an den? Wir haben das jetzt gerade in Vorbereitung. Wir würden eine Art Checkliste erstellen, die, sage ich mal, sowohl im Bürgerzentrum verfügbar ist, wie bei uns in den Fachbereichen, die wir in Anfragenden dann auch sofort aushändigen können und sagen, das sind die Grundlagen. Das geht von dieser Tagespauschale bis hin zu Ansprechpartnern. Wer fungiert da wo in den Dienstleistungen? Und ich denke, das kann man demjenigen dann aushändigen und damit sind auch die Wege kurz gehalten und jeder hat einen Überblick, was er benötigt, um einen Tag in der Festhalle als Veranstaltung nutzen zu können. Also quasi, wenn jetzt die Anfrage kommt, kann ich sagen, wendet euch am Fachbereich genau. Liegenschaften oder Kultur. Je nachdem, also das ist egal. Das, oder Bürgerzentrum. Das funktioniert dann gleichlautend. Herr Doms und dann Herr Vogel. Ich möchte da anschließen, die Festhalle hat ja eine Homepage gehabt, oder würden wir die übernehmen, weil das wäre ja der erste Ansprechpartner, wo diese Daten reingehören. Ja, übernehmen wir die Homepage? Oder? Wir übernehmen die Homepage nicht. Das ist, glaube ich, im Gespräch zwischen Festhallengenossenschaft und Heiko Rode, der das Catering dort macht und die Stühle und Tische ausleiht, da hat, glaube ich, den Zugriff auf die Homepage. Das sollte man trotzdem abstimmen, dass es keine Verwirrung gibt, eben das irgendwie trotzdem. Ich glaube, da ist er dabei. Da ist er dabei. Und die zweite Frage, wir haben hier einen Tagessatz. Ich könnte mir vorstellen, Vormittag will jemand rein eine Versammlung machen, eine Betriebsversammlung, die Stadt zum Beispiel, und abends ist eine Kulturveranstaltung. Muss da jeder 1.500 Euro bezahlen oder wie wollen wir das differenzieren? Also zum einen halte ich die Variante für relativ selten, weil man doch in der Größenordnung der Halle eine ganze Menge an Vor- und Nachbereitung hat. Das geht ja bis hin zur Reinigung. Also wir nehmen die Halle nur gereinigt zurück, das alle Toiletten. Also im Prinzip ist es eher so, dass man sagen muss, es ist ein Tag oder einen halben Tag Vorlauf und dann gibt es die Veranstaltung und dann gibt es noch einen halben Tag Nachlauf, bis dann wirklich die Halle wieder zurückgenommen werden kann. Also dass man jetzt innerhalb eines Tages zwei Veranstaltungen dort am Standort hat, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Bloß die Möglichkeit, und wir müssen es ja bei der Annahme irgendwo beachten. Herr Vogel. Also meine Damen und Herren, das ist ein Konzept, was wir jetzt erproben wollen und dann entscheiden, ob das so weitergeht. Für mich wäre es aber schon wichtig, ganz exakt zu wissen, dass nicht zwei Fachbereiche dafür zuständig sind, sondern ein Verantwortlicher den Hut auf hat. Wir haben die Erfahrung aus den letzten Jahren, wo am Ende nichts funktioniert hat, und wir jetzt vieles nacharbeiten müssen. Das einfach zu sagen, und da gibt es eine Checkliste, ist für mich verantwortungslos. Ich bitte darum, dass man einen Verantwortlichen festlegt, der da den Hut dafür aufhat. Wir werden einen benennen. Bitte, Herr Simon und dann Herr Siegel. Ich hatte dich eher im Blick. Okay.
um nochmal auf das Anliegen einzugehen, man könnte das ja auch digital machen. Ne? Auf der Homepage der Stadt gibt es eine Rubrik, Festhalle, dort wird alles erklärt, wie das ist mit der Festhalle und am Schluss findet man eine Adresse und dann kann man seinen Antrag dort runterziehen und schickt dann die Adresse und damit hat man das eigentlich gelöst, oder? Also eine Information werden wir sicher reinstellen, aber stellt euch das nicht immer so einfach vor, was die Bearbeitung einer Webseite betrifft und mit Informationen stückt und vielleicht noch mit Formularen füllt. Das ist nicht mal einfach so nebenbei gemacht, das sind wir nämlich in der Bewirtschaftung. Wir haben jetzt eine Variante gewählt für 2023 und 2024, die so einfach und so nachvollziehbar für jeden sein soll, wie es geht. Wir werden das jetzt versuchen, eine verantwortliche Person, gebe ich Stadtrat Vogel recht, soll das geben, die werden wir benennen. Das im Zweifel immer dort jemand, aber ansonsten gibt es die Formulare, die Checklisten natürlich an den Stellen, wo es einfach geht. Manche kommen ja mehrmals, die wissen dann, wie es geht und dann ist das sowieso einfacher. Thomas Siegel. Mal Fragen noch, und zwar, was kann man unter den Begriff Veranstaltungstag festschreiben? Ich sage mal, es ist ein Messeveranstalter, da heute Sonntag und Sonntag geöffnet. Braucht vielleicht 3 Tage ab Mittwoch Aufbauzeit und Montag wieder Abbauzeit. Und wie viele Tage berechnen wir da? Was zählen wir als Veranstaltungstag? Also gedanklich haben wir uns jetzt bei dem Messetag, würden wir einen Tag Vorbereitung sehen, dann die Veranstaltungstage und den Nachbereitungstag, der wäre quasi kostenfrei. So ist es jetzt auch bei denen. Also die jetzt vorbereiten, haben Samstag eine Veranstaltung, räumen Freitag ein, die zahlen den Samstag und den Freitag und der Sonntag oder Montag zur Nachbereitung ist frei. Mhm. Gut. Gibt es eine Auskunft darüber, wie viel die Betriebskosten sind ja zu 100% zu tragen, ja? Jetzt in Zukunft. Ja. Wahrscheinlich dann mit dann Vorbereitungstag und Nachbereitungstag. Genau. Mit der Schlüsselübergabe die erfolgt ist halt dabei, die Ablesung. Obwohl dann keine Miete fällig ist. Aber gibt es ungefähr eine Größe, muss man ja einen Veranstalter sagen, der sich bewirbt, was kostet mich die Festhalle betriebskostenmäßig in einem Wintertag oder in einem Sommertag? Gibst du Erfahrungswerte? Ich denke, es gibt Betriebskostenabrechnungen aus der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob uns da alle vorliegen, aber ich glaube nicht, dass man das so genau sagen kann. Also es ist ja vom Heizen abhängig, vom Licht, ist klar. Und das ist ja jedes Mal anders. Wir können das sorgen für die 3 Veranstaltungen, die jetzt im Januar bis März durchgeführt wurden. Ja, was ist der Kostenpunkt ungefähr, dass man damit rechnen kann? Sage ich mal, vergleichbare Veranstaltungen, die dann jeweils für Vor- und bis zur Nachbereitung, also innerhalb dieses Ablesezeitraums, einen Betrag von rund 1.000 Euro Betriebskosten ergeben haben. Aha. Nochmal nachgefragt, die 1.500 Euro, seid ihr jetzt aus der Luft gegriffen oder was hätte jetzt die Festhalle oder die Genossenschaft bis jetzt verlangt, versucht auch? Unseres Wissens, da liegen uns keine über die gesamte Zeitraum verlässliche Daten vor 1.000 bis 1.200 Euro. Also weniger? Ja. Jetzt hoffe ich, dass sie genutzt wird. Eigentlich müsste man ja so viel vermüden, um eigentlich hinten rauszukommen mit der ganzen Angelegenheit. Eigentlich wäre es wünschenswert, die wäre wöchentlich belegt, die Festhalle, um genug Einnahmen zu generieren. Aber wenn man zu hoch vielleicht angeht, dann würde ich... Ich hoffe, dass es läuft, die ganze Angelegenheit. Nicht, dass wir uns jetzt verzocken, zu hoch angehen und dann keiner das Angebot annimmt. Dann haben also wir ich denke, dass wir definitiv nicht so hoch sind. Nee, dass die Festhalle kostet Geld, so oder so, ob wir sie belegen oder nicht. Nee, ist klar. Und ich denke, dass wir mit den 1.500 Euro einem Mittelmaß liegen. Wir haben das ja mehrfach diskutiert, im Vergleich zu anderen Hallen und zu anderen Möglichkeiten. Ich denke nicht, dass wir zu hoch liegen. Na gut, deshalb müssen wir jetzt die Erfahrungswerte suchen. Deswegen machen wir 2023 bis im nächsten Jahr. Und vielleicht noch mal eine Anmerkung, hätte man vielleicht auch gewünscht, sagen wir, die Gebühr an der Bild zu differenzieren. Zum Beispiel für Veranstaltungen, sagen wir mal, die ohne Gewinn ablaufen, vielleicht eine Betriebsversammlung von Handmann oder Sparkasse oder was bei sich drin waren, dass man da einen anderen Tarif hat oder zum Beispiel andere Tarife für städtische Vereine, da denke ich an die alte Brauerei. Und vielleicht kann man dann ein bisschen mehr drauf drücken, wenn eine kommerzielle Veranstaltung durchgeführt wird, die am Gewinn abschöpft. Also die Beispiele Handmann und Sparkasse seien natürlich gerade die es bezahlen, bis jetzt immer bezahlt haben. Die können sich solche Veranstaltungsräume erleisten. Aber wir machen doch gerade den begrenzten Zeitraum, um genau das vielleicht auch zu eruieren, zu sagen,
am Ende von diesem Jahr, und das ist ja ganz schön weit, zu sagen, pass auf, wir müssen noch mal differenzieren. Der Hinweis, der gerade von dir kam, für eine oder für das, da hätten wir vielleicht eine höhere Auslastung. Ich glaube, dass man das dann schon ein bisschen abschätzen kann. Aber die Anfragen, die kommen, oder die Absagen, die kommen, die sagen, es ist uns viel zu hoch, das muss man dann sehen. Und ich glaube, wir sollten das Jahr oder bis Ende des Jahres warten und dann entscheiden. Und wir haben ja gesagt, wir legen das im Stadtrat wieder vor. Und dann gehe ich davon aus, dass wir eine Entscheidung treffen. Einen Hinweis noch, ja. Wo es mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist, dass im Prinzip die Tische und die gesponserten oder gespendeten Stühle in Privateigentum übergegangen sind. Ich hätte mich eigentlich gefreut, wir hätten die mit als Stadt übernommen, zur Festhalle, die gehören immer zur Festhalle, dass die jetzt wieder ein Dritter von den anderen mieten muss, das ist nicht gerade günstig und übrigens kontraproduktiv. Also die Stühle und Tische gehörten der Genossenschaft, die konnte man nicht einfach übernehmen. Die haben einen Preis aufgerufen, der auch fast beim Neupreis lag. Also die waren Eigentum der Genossenschaft, die waren nicht unser. Ich weiß nicht, wir waren aber ein Mitglied in der Genossenschaft als Stadt. Nee. Nicht? Nee. Herr Seidel. Wird die Festhalle dann attraktiv nach außen auch verkauft oder aktiv verkauft? Beworben etc.? Also von unserer Seite momentan nicht, das heißt ja Wiederbewirtschaftung. Wir werden Veranstaltungen natürlich bewerben, die dort stattfinden. Das machen wir auf jeden Fall. Aber Kundschaft generieren, die Festhalle mieten, haben wir nicht vor. Nicht passieren. Gut. Wenn ich jetzt die Festhalle miete und ich bezahle 1.500 Euro plus 1.000 Euro Nebenkosten, ich brauche noch eine Beschallung, die kostet 2.000 Euro, ich habe noch eine mittelgute Kapelle, die kostet 3.000 Euro und ich brauche noch Stühle. Da bin ich locker bei 6.000 Euro nicht finanzierbar. Möglich. Die kann ich nicht mit einem Eintritt irgendwie generieren. Also sehe ich schwierig. 600. 6.000. Mit Stühle. 600. Mit Stühle. Und 1.000? Ja, 1.000 bestuhlt. Oder 800 geht es ohne Stühle? Ne, 1.000 bestuhlt. 1.000. Also reine Stühle, rein? Ja. 1.000. Also das kann man dann... Kann man ja ausrechnen. Und wenn eine Eintrittskarte für eine gute Kapelle 30 Euro kostet und mal 1.000, dann sind wir bei 30.000 Euro und 1.000 und 1.000 und 2.000, sind wir bei 6.000. Da frage ich mich, wo man nicht rauskommt. Die Bewirtung kommt noch dazu. Also die Diskussion kann man ruhig ausführlich führen. Aber das ist eine Frage, was für Qualität biete ich an, zu welchem Preis. Natürlich kann ich das nicht kostenfrei machen und nicht für 1 Euro Eintritt, das ist auch klar. Aber die Vergangenheit hat es gezeigt, die Genossenschaft zwischen 1.000 und 1.200 Euro für den Tag. Das ging eine Weile gut, bis dann immer mehr in das Räderwerk eingriff, was nicht funktioniert hat und hinterher nicht mehr wirtschaftlich war. Das ist Fakt. So, und jetzt sind wir vor der Tatsache gestellt, dass die Immobilie auf unserem Tisch liegt oder wieder zu uns zurückgefallen ist. Und wir versuchen mit dieser Variante jetzt rauszufinden, ist das eine Sache, wo man einen Nachfolger findet, wo wir es gerne wieder in eine Betreibung geben wollen oder funktioniert die Variante so, dass wir zumindest unsere Kosten minimieren. Wir decken sie ja noch nicht ab. Ja. Noch eine Nachfrage? Kurz als Information, dass ich die Festhalle kam, wenn man sie gemietet hat, 1.600 Euro inklusive kann sein. Endreinigung. Und Nebenkosten. Und Nebenkosten. Und Nebenkosten. Und dann muss man jetzt mit dem Wissen von heute auch sagen, dann war es zu wenig. Frau Gerlach und dann Herr Richter. Frage ist beantwortet, Herr Richter. Ich denke, dass wir hier genau auf dem richtigen Weg sind. Indem wir nämlich den Preis nicht zu niedrig machen, sorgen wir für eine Qualität der Veranstaltung. Wir wollen ja keine Diskothek draus machen, wo dann im Umfeld nur Ärger entsteht. Ich denke schon, für die Testphase ist das genau richtig. Und wenn wir in einem Jahr feststellen, wir brauchen einen anderen Weg, dann müssen wir halt gehen. Aber das ist doch genau das, was wir vorab besprochen haben. Ich finde das so richtig. Gut. Herr Seidel nochmal. Ist es möglich, zwischendrin mal in der Halbzeit, nach einem halben Jahr, dort mal eine Information zu kriegen? Ein Vierteljahr ist schon weg. Wir werden natürlich informieren, wenn es was zu informieren gäbe. Ansonsten würden wir es am Ende des Jahres tun. Also das haben wir versprochen. Und wenn es vorher Informationen gibt, ja, die jetzt sagen wir, interessant sind auch für den Stadtrat, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Herr Doms und dann Herr Schwan. Ich habe mich zwar nicht direkt mehr, ich habe aber trotzdem noch wir haben hier Veranstaltungstag geschrieben, wenn wir Nutzungstag schreiben, ist das vielleicht sicherer. Ist eine Formulierung, kann man so machen, aber das ist eine Frage, wie man das vertraglich regelt. Weil das Veranstaltungstag ist auch nicht richtig sicher. Ist schon okay. Herr Schwan. Ich denke, wir haben hier ein Rahmenkonzept für eine Befristung, wo wir als Eigentümer der Festhalle testen, wie es damit weitergehen kann. Es ist ausführlich im
Verwaltungsausschuss vorbereiten. Und wenn es jetzt solche speziellen Fälle gäbe, wie vielleicht angesprochen, dass einer, dass nur zwei das am Tag nutzen sollen, dann sollte die Verwaltung die Freiheit haben, das zu machen. Und wir sollten es jetzt beschließen und nach dem Zeitraum gucken, wie es weitergehen kann. Okay, danke. Herr Siegel nochmal. Ich muss noch eine Verständnisfrage. Rolf, du hattest das Wort Catering nochmal angebracht. Wie ist es das jetzt vorgesehen? Bin ich jetzt an deinen Caterer gebunden Nein. oder kann ich mir frei aussuchen? Kannst du frei aussuchen. Gut. Herr Seidel nochmal. Jetzt habe ich da noch Zugang zu den Räumlichkeiten, also Küche etc. Da sind Möbel und Einrichtungsgegenstände des Caterers, des jetzigen drin, das muss mit dem vereinbart werden. Ich glaube nicht, dass der Zugang so einfach möglich ist. Also die Küche kann man als Mieter nicht nutzen, einfach, weil das ist Eigentum des Herrn Rothe. Die Küche? Die Küche. Aber nicht das Objekt, also... Ja. Das, was drin steht an Geräten. Ja, die Küche war ja unausgestattet. Also die, ja. die reine ja. Küche, die uns gehört, ist was ein gefliester Raum. Ja. Genau. Herr Simon nochmal. Ja, heißt das, dass wir ein Lager vorhalten für den Herrn Rothe? Nee. Wir halten kein Lager vor. Das ist das, was drin steht, ist seine. Ne? Ja. Naja, aber, ja. aber die Halle ist ja unser. Ja, die Halle ist unser, natürlich. Die Stühle stehen ja auch drin. Aber das wäre natürlich, die Alternative wäre, dass er die Stühle jetzt woanders hinstellt. Und dann wären die natürlich auch teurer, wenn er die jedes Mal transportieren muss. Für uns ist das die Kompromisslösung momentan, zu sagen, lasst die Stühle und Tische drin und vermietet die. Ansonsten müssen wir sagen, nehmt die Stühle mit und räumt sie raus. Natürlich. Das ist aktuell ein Kompromiss, auch im Rahmen dieser Zeitschiene. Wenn jetzt nach diesem Jahr entschieden wird, wir haben einen Betreiber und es ist nicht der Herr Rothe, dann muss er die Stühle und Tische mitnehmen und der neue Betreiber braucht dann welche. Aber das ist aktuell der Kompromiss, dass es ausgestattet werden kann. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Der Stadtrat beschließt die übergangsweise Betreibung der Festhalle durch die Stadt Annaberg-Buchholz zu folgenden Bedingungen. Erstens, pro Veranstaltungstag, / Nutzungstag, das müssen wir noch festlegen, wird ein Nutzungsentgelt von 1.500 Euro erhoben. Zweitens, die Verbrauchskosten, Strom, Wärme und Wasser werden der jeweiligen Veranstaltung zugeordnet und separat beim Nutzer abgerechnet. Dazu gibt es vor bzw. nach der Veranstaltung eine Zählerablesung im Rahmen der Hallenübergabe bzw. Rücknahme. Drittens, alle weiteren Leistungen wie Technik, Reinigung, Bestuhlung, Hausmeisterdienste und so weiter hat der Nutzer eigenständig zu beschaffen. Viertens, die Betreibung durch die Stadt wird vorerst auf die Jahre 2023 und 2024 beschränkt. Zum Ende des Jahres 2023 ist dem Stadtrat eine Auswertung vorzulegen. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt, sich enthält? Dann ist das einstimmig so beschlossen und wir hoffen, dass wir damit Erfolg. Danke, Herr Ulich. Die nächste Vorlage betrifft die Entscheidung über die Vergabe der örtlichen Prüfung. Wie Sie wissen, sind wir mit den Jahresabschlüssen auf einem guten Weg. Der aktuell zu bearbeitende und zu prüfende Jahresabschluss betrifft das Jahr 2017. Und der Vorschlag betrifft die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk, Slomiani und Kollegen, mit denen wir in den letzten Monaten und zwei Jahren recht gute Erfahrungen gemacht haben. Und das funktioniert im Moment recht reibungslos und wir hoffen, dass es also weitergeht. Gibt es zu dieser Vorlage Fragen oder Hinweise? Das ist nicht der Fall. Der Stadtrat bestimmt die Falk, Slomiani und Kollegen GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lindenring 49 in Jahnsdorf gemäß § 103 Absatz 1, § 104 und § 106 Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 2 und § 41 Absatz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung zum Abschlussprüfer für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2017 und der Kassenprüfung 2023. Gibt es dazu Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann ist das einstimmig beschlossen. Nächsten Vorlagen betreffen den Technischen Ausschuss. Und die erste Vorlage ist die Widmung der Straße Seematalplatz als Ortsstraße. Wir haben in der Anlage dargestellt, diese Widmung auf der Grundlage des Sächsischen Straßengesetzes soll die Eigenschaft einer
öffentlich gewidmeten Sträuße erhalten, das heißt auch die Pflichten, die damit verbunden sind. Gibt es zu dieser Vorlage noch Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Im Technischen Ausschuss waren 8-0 Ja-Stimmen. Der Stadtrat beschließt, die in der Anlage 1, das ist der Lageplan vom 26.01.2023 dargestellte Straße Seemaltalplatz, Flurstück 591, 11. der Gemarkung Buchholz als Ortsstraße zu widmen. Eine Widmungsbeschränkung erfolgt nicht. Als Straßenbaulastträger ist die große Kreisstadt Annaberg-Buchholz einzutragen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist das einstimmig beschlossen. Wir haben eine Vorlage zu einem Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Bebauungsplan Wohn- und Mischgebiet am Roten Gut der großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz. Also es wird wieder mal etwas gebaut in Geiersdorf. Und dort würde ich Herrn Damköhler bitten, das kurz vorzustellen. Ja, vielen Dank nochmal. Bei der vorliegenden Vorlage geht es um einen Bebauungsplan, der durch die Firma Zimmermann beauftragt und finanziert wird. Der Bebauungsplan wird durch das Büro für Städtebau erstellt. Der ist sozusagen das beauftragte Planungsbüro. Ich würde heute kurz, weil der Planer, der Bearbeiter des Bebauungsplans heute verhindert ist, Ihnen die wesentlichen Inhalte vorstellen. Zielstellung des Bebauungs- oder der vorliegenden Vorlage, Beschlussvorlage, ist es, den Aufstellungsbeschluss, also diesen ersten Schritt des Planverfahrens zu fassen und zweitens die erste öffentliche Beteiligung, das heißt die frühzeitige Beteiligung, in Gang zu setzen. Der Bebauungsplan oder das Bebauungsplangebiet befindet sich im Ortsteil Geiersdorf, in dem oberen Teil von Geiersdorf am Roten Gut, dort wo die Geiersdorfer Kurven beginnen. Das heißt, ein Bereich, der innerhalb der bebauten Ortslage ist, der war früher mal durch eine Brauerei bebaut, ist mittlerweile größtenteils abgerissen. Also das ist eigentlich eine Wiederbebauung einer vormals gewerblich-industriell benutzt oder belegten Fläche ist. In dem Fall würden wir deswegen auch den Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufstellen, der uns einige Planungsschritte erleichtert. Im Flächennutzungsplan als Plangrundlage ist der Bereich als Baufläche dargestellt. Wir haben den nördlichen Teil als Mischgebiet dargestellt, den südlichen Teil als Wohnbaufläche, sodass wir hier den Bebauungsplan vollständig aus dem Flächennutzungsplan entwickeln können. Auch das eigentlich eine Grundlage und eine Fortsetzung des planerischen Willens, der ja auch vom Stadtrat im Flächennutzungsplan dokumentiert ist. Hier nochmal das Luftbild des Bestandes. Wir haben hier in dem nördlichen Teil das mittlerweile auch nicht oder sehr stark verfallene Gebäude des Roten Gutes. In dem hinteren Bereich, hier rot umrandet, soll diese Planung und dann die spätere Bebauung durchgeführt werden. Wie für Geiersdorf üblich, haben wir eine sehr, sehr starke Reliefenergie. Wir haben in dem Bereich einen Höhenunterschied von ca. 7,5 Meter auf dieser relativ knappen Fläche. Wie gesagt, aber das ist im gesamten Ortsteil auch typisch für Geiersdorf. Die derzeitige Nutzung, wir haben den Kern des Ortsteils, der an der Altendorfstraße entlang führt, im Süden gelegen, im Norden die Wohnsiedlung im Bereich der Bleiche, das Gewerbegebiet, was sich dort anschließt, die Staatsstraße Richtung Marienberg und Mildenau und hier das ehemalige Brauereigelände. Es gibt ein Artenschutzgutachten dafür, das sind im Wesentlichen die Ergebnisse, die werden dann im Rahmen der öffentlichen Planauslegung mitveröffentlicht, sodass sich auch jeder der Bürger und die gesamte Öffentlichkeit informieren kann, was dort vorhanden ist. Wie gesagt, das werden wir transparent machen, ist das, was wir hier vorhanden haben. Das sind die benannten Flurstücke in dem Bereich, betrifft die Flurstücke 476.1, das ist dieses große Flurstück im Besitz der Firma Zimmermann, das Flurstück 7615, ebenfalls im Besitz der Firma Zimmermann, das Flurstück 477c, ebenfalls im Besitz des Vorhabenträgers und das kommunale Flurstück hier vorne 7611, das derzeit als Straße fungiert. Zusätzlich würden wir hier noch einen Ast sozusagen in der Planung vorsehen und sichern, sodass dann zukünftig sollte irgendwann in mittlerer oder langer Zukunft diese Lücke auch noch geschlossen werden müssen, wir zumindest den Zugang haben, den würden wir hier planerisch sichern und mit dem Vorkaufsrecht belegen, sodass wir dort die Möglichkeit haben, später auch anzuschließen mit einer Straße. Ja, hier nochmal die Übersicht der betroffenen Flurstücke. Das wäre der Geltungsbereich des Bebauungsplans, so wie wir jetzt veröffentlichen würden.
Vom Planungsbüro ist ein Nutzungskonzept oder ein Plankonzept schon mal vorgelegt worden, das so aussieht. Das heißt, wir würden hier in dem nördlichen Bereich die Mischgebietsflächen anordnen, auch hier in diesem Bereich als Übergang zum Gewerbegebiet Mischgebietsflächen anordnen. In dem Bereich würde sich ein Wohngebiet anschließen. Es ist eine öffentliche Straße geplant, die sich hier im Westen des Gebietes entlang zieht, zur Erschließung zwei Privatstraßen sowie eine Einfahrt, die dann vor allen Dingen der Firma Zimmermann selber dient, erschlossen werden, die, wie gesagt, als Privatstraßen nicht in die öffentliche Widmung gehen sollen und auch nicht in die Bewirtschaftung gehen sollen. Und dann haben wir hier sozusagen diesen Ast, den wir uns sichern wollen, wo wir zukünftig dann eine Anbindung auch herstellen können. Wird aber eine vorübergehende Nutzung erstmal festgesetzt werden, sodass dort auch an der landwirtschaftlichen Nutzung aktuell nichts passiert. Ja, beschleunigtes Verfahren habe ich kurz erläutert. Das heißt, wir brauchen die frühzeitige Beteiligung nicht zwingend zu machen. Wir würden sie trotzdem auch in Absprache mit dem Vorhabenträger machen, um einfach die Belange der Öffentlichkeit dort mit eruieren zu können. Was wir weglassen, ist die Umweltprüfung, der Umweltbericht. Wir müssen im Rahmen der Beteiligung die umweltbezogenen Informationen nicht veröffentlichen. Die zusammenfassende Erklärung im Bebauungsplan entfällt. Und wie gesagt, das ist die Aufgabe, die wir haben, die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Ziele und Zwecke der Planung. Und das würden wir gerne mit der frühzeitigen Beteiligung jetzt auch durchführen, die wir hier im Rahmen des Beschlusses auch mit aufgenommen haben. Die Planungsziele hier in aller Kürze, also es ist geplant, dort eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung zu errichten, den Bestand an Grün und Gölz dort zu sichern, soweit es möglich ist, die Erschließung zu sichern. Das ist im Prinzip der Hauptkern und eben dann auch Wohnraum zu schaffen für die Stadt, sodass wir auch dort wieder attraktive Grundstücke in Geiersdorf anbieten können. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Damkiller. Ich denke, positiv, dass sich dort was entwickelt. Schön, dass wir noch Investoren haben, die das angehen. Herr Simon, bitte. Schön, dass sich dort was entwickelt. Sie haben es gesagt, wunderbar. Wird auch, denke ich, gebraucht werden und ziemlich schnell vermarktet sein. Unser Hauptsorgenkind bleibt aber erhalten an der Stelle. Können wir da noch mal was sagen? Für die Öffentlichkeit wird jetzt niemand verstehen, warum zum Beispiel das Rote Gut so ausgegrenzt worden ist, welche Probleme da noch anstehen. Also das Rote Gut, da gab es eine Zwangsversteigerung. Im Rahmen der Zwangsversteigerung hat sich auch der Vorhabenträger um das Rote Gut bemüht, hat dann den Zuschlag nicht erhalten, sodass das im Privatbesitz sich befindet. Es gibt jetzt keine Möglichkeit, über das B-Plan-Verfahren jetzt zwingend dort eine Besserung der Situation herbeizuführen. Wir hoffen, dass wir mit dem Vorhabenträger, mit dem Eigentümer des Roten Gutes, mit dem wir schon im Gespräch waren, zu einer Zielstellung kommen, dass er das Gebäude entweder wieder nutzt oder abreißt. Da gab es schon Gespräche. Wie der Stand oder wie seine aktuelle Planung jetzt aussieht, auch zeitlich, kann man nicht genau sagen. Eigentlich hat er es zeitnah angekündigt, aber wie gesagt, es ist die Situation aktuell so, wie sie ist, auch auf dem Baumarkt. Aber wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, mit der Planung dort einen Abriss zu bestimmen. Ortsvorsteher Siegel hat dazu noch Informationen. Ein paar Anmerkungen hätte ich schon dazu. Also ich muss auch sagen, ich freue mich ja, dass wieder mal in Geiersdorf ein neues Wohngebiet, ein Mischgebiet etabliert werden soll. Erst einmal das und das noch auf dem alten Industriegebiet. Das finde ich ja hervorragend. Wir seid zwar mit dem alten noch nicht ganz fertig. Ich habe immer noch ein bisschen Ärger am Hals mit manchen dort üben, weil die Straße noch nicht fertig ist, aber dass wir jetzt ein neues machen, freut mich eigentlich. Aber ich komme jetzt gleich mal zu dem Thema, was gefragt worden ist mit einem Roten Gut. Und da möchte ich mal darauf aufmerksam machen, das Ding ist gegessen, muss ich sagen. Da kommen wir nicht mehr ran. Aber hier haben wir einen Fehler gemacht. Da schließe ich mich eigentlich mit ein in der ganzen Angelegenheit und möchte mal sagen, warum. Das war ja immer eine Bruchbude. Und gerade dieser Bebauungsplan heißt ja am Roten Gut. Und dort, wo was Neues entstehen soll, muss ich erstmal an so einer Bruchbude vorbeifahren. Das ist nicht gerade die beste Ansicht. Aber Sinn und Zweck des Ganzen ist ja, das war eine Ruine und wir wollten eigentlich das Ding mal wegkommen. Und haben gesagt, gut, gehen wir nach langen Jahren, der Jochen wird es wissen, die Zwangsversteigerung an. Es waren Grundsteuerschulden, wir konnten das veranlassen und dann kam es im Prinzip zu dieser Zwangsversteigerung. Alles war städtebaulich hervorragend geplant, die Firma Zimmermann sollte das übernehmen, war ja mit zur Versteigerung, aber der Jochen und ich, wir waren zur Versteigerung. Jochen ist der Herr Fissmann, Fachbereichsleiter 3. Ja. Wir waren zur Versteigerung mit und konnten eigentlich nur zusehen, wie das Ding eigentlich
ich sage mal, in falsche Hände geriet und dort mit städtebaulich wir wieder außer vor waren. Das ist ein Fehler, den sollten wir eigentlich nie wieder machen. Ich meine da hinausgehend, dass wir uns zumindest, wenn wir uns zu etwas veranlassen als Stadt, dann einen Betrag festsetzen, wo wir uns an dieser Versteigerung beteiligen hätten können. Wir könnten aber nicht einmal 2 Euro sagen, weil wir keine Vollmacht im Stadtrat hatten. Wir haben es ganz einfach versäumt, hier uns an der Versteigerung zu beteiligen. Sonst wäre das, ja, jetzt stehen wir wieder vor der Sachlage. Es hat zum glücklicherweise kein Scharlatan ersteigert, das muss ich sagen. Es ist ein renommierter Unternehmer von Garstorf, wo Geschick und auch vielleicht das Geld dahinter steht. Aber wir müssen uns durchaus mit der Lage bewusst sein, dieses Gebäude kann noch 10, 20 Jahre dort so rumstehen, so wie es jetzt ist. Da kann man nichts dagegen machen. Oder es kann ja von heute auf morgen versuchen, dass er das wegreißt oder was Neues baut. Das kann durchaus sein. Aber wir haben die Geschicke nicht mehr in der Hand. Wir sind im Prinzip nicht mehr handlungsfähig in der Richtung. Wir müssen wieder warten, bis wieder irgendwas passiert, um dort zugreifen zu können. Das war als erstes. Ich gab ja übrigens so die Schuld auch mit selber. Also das schiebt es nicht bis auf andere hier, die ganze Angelegenheit. Das Zweite, was ich im Ortschaftsrat in einem technischen Ausschuss angesprochen habe, das ist die Fläche unterhalb dieses B-Planes. Ich weiß nicht, kannst du das mal bitte aufrufen, wenn wir es noch einmal sichtbar machen könnten? Das war einmal eine Verhandlungssache, der Grundstückseigentümer wollte nie verkaufen. Sie haben mir das auch einmal dahin gehalten, aber jetzt ist er verkaufsbereit. Und ich habe eigentlich dann Grundstückseigentümer mit der Firma Zimmermann zusammengebracht und die sind momentan in Verhandlungen. Denn meiner Ansicht nach geht dieser Bebauungsplan ganz technisch eigentlich nicht zu entwickeln, wenn dieses Grundstück 73-8 nicht dazugehört. Erstens aus topografischen Gründen und auch aus verkehrstechnischen. Meiner Ansicht nach geht es nicht. Man kriegt das Abwasser nicht fort, nur über Pumpen. Und das sollte man in der heutigen Zeit wegen Energiepreise eigentlich nicht machen. Und da warte ich eigentlich darauf, dass sich die Firma Zimmermann mit einem Eigentümer, sagen wir mal, einigt, um das noch in das Gebiet dieses B-Plans mit zu übertragen. Unter anderem ist es ja besser, wenn man in einem Wohngebiet eine Straße hat als Durchgangsstraße und nicht, wie man es hier sieht, 4 Sackgassen hat. Also einmal für die Müllentsorgung und auch für den Winterdienst ist es nicht gerade schön, wenn man Sackgassen plant. Wenn eine Durchgangsstraße gewährleistet wäre, wo auch die ganze technische Entsorgung drin wäre, wäre das weitaus besser. Ich hoffe, es gelingt der Firma Zimmermann noch mit einem Eigentümer, dass man vielleicht dann in der Stellungnahme, wenn wir es wieder behandeln, dann vielleicht nachfassen können und das Grundstück mit Einnahme kennen. Das Dritte wollte ich noch anmerken, und zwar die 2 leidigen Babbeln. Die sollen ja meines Wissens unter Schutz gestellt werden. Hohlräume babbeln. Ja. Hohlräume, richtig. Also das sind die 2 Hohlräume babbeln. Unter dann MI3. Also ich würde dort unterhalb von diesen Babbeln eigentlich kein Haus bauen wollen, sonst haben wir dann selben Archer, dann muss ich vor Jahresfrist in der anderen Wohngebiet durch im Häuf. Ne? Ganz einfach, ich habe mir die Babbeln jetzt noch einmal vorige Woche angeguckt. Ich glaube, die eine, die erlebt die Genehmigung des Bebauungsplans überhaupt noch mal. Also, die wird vorher das Teil gesegnen und die andere könnte vielleicht länger stehen. Ich bitte ganz einfach, diese wieder rauszunehmen als schutzwürdige Bäume. Es gibt 2 Alternativen. Einmal suche ich dann Bauträger, dann sägt die doch bitte zur Genehmigung oder bis zur Rechtskraft dieses Bebauungsplans bitte um. Übrigens, Babbeln sei nicht genehmigungspflichtig nach unserer Baumschutzsatzung. Also frühestens am 1. Oktober könnte die Firma Zimmermann diese Babbeln ohne Genehmigung umschneiden. Nicht ganz. Du hast der Bebauungsplan noch nicht reif, ja, zur Genehmigung. Das wäre die eine Alternative. Und die andere Alternative wäre, man nimmt sie raus aus dieser schutzwürdigen Sache und überlässt es dann späteren Eigentümer, der dort unterhalb ein Haus baut, ob er die Babbel stehen lässt oder nicht. Damit hat man eigentlich 5 Jahre gewonnen, wo man sagen kann, man hat noch vor der CO2-Emission was getan und man hat dann Insekten und Vögeln noch 5 Jahre geholfen. Entweder sage ich mir grüne Ideologie oder gesunder Menschenverstand, was ist so besser? Also ich denke, dass das ganze Bauvorhaben nicht an 2 Pappeln scheitern wird. Ich denke auch, dass man das so vernünftig wie möglich lösen sollte, aber es war erst einmal hilfreich, die Informationen, die jetzt noch gekommen sind, sodass man bitte eine Vorstellung hat, was gerade dort abläuft. Und wir wünschen uns natürlich, wenn das mit dem Grundstück funktioniert, das wäre für alle hilfreich, auch
eben aus, nicht bis aus Energiegründen, die Entsorgung und die beschriebenen Dinge. Ich halte das auch für sinnvoll, dass das passiert. Werden wir sehen und hoffen. Gut, weitere Wortmeldungen. Bitte, Herr Richter. Herr Damke, eine Verständnisfrage. Das Rote Gut vorne, ne, wenn der das gekauft oder ersteigert hat, dort baut, wegreißt und neu baut, muss der dann auch wieder einen Bebauungsplan aufstellen? Nee, oder ist es, weil es jetzt schon bebaut ist, dann nicht mehr notwendig? Genau, also deswegen ist es auch draußen, weil es also ist im Innenbereich. Ne, und von daher haben wir keinen Bedarf, dort unbedingt den Bereich zu überplanen. Also wir können dort keine andere Nutzung festlegen, als die schon zuständig oder möglich wäre. Weitere Wortmeldung. Herr Nihus. Na, ich muss dann mal den Ball aufgreifen. Ne? Ja. Na, also ich wollte nur einmal sagen, ne, das kann man natürlich irgendwie so ganz schnell wegwischen irgendwie, ne, mit zwei blöden Pappeln da und so. Das ist schnell gesagt und schnell gemacht. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich meine, wir reden hier über einen B-Plan, der ja irgendwie, über den sich ja durchaus jemand Gedanken gemacht hat. Also da sitzen auch tatsächlich Menschen, die beurteilen irgendwie die Schutzwürdigkeit von Biotopen und überlegen sich das ganz genau. Ne? Ich möchte eine Kompetenz als Ortsvorsteher von Geiersdorf überhaupt nicht irgendwie hier einschränken. Ne? So, es ist nur tatsächlich so, dass es auch andere Fachleute gibt, die irgendwie das beurteilt haben. Ne? Ich kann da insofern auch nicht dagegen halten, dass ich jetzt irgendwie sage, ich weiß es besser, aber ne, ich kann mir vorstellen, dass Planungsbüros, die da irgendwie wochenlang mit so einem B-Plan beschäftigt sind, dass die durchaus fähig sind, eine Einschätzung zu treffen, so auch was irgendwie Umwelt- und Naturschutz und Höhlenbäume angeht. Ne? So, ich kann es auch nicht sagen, so, das kann vielleicht der Mario Dammköhler beantworten, irgendwie, ob da eine schützenswerte Fledermausart irgendwie drin lebt. Ne? Na, wer weiß. Ja, genau, aber das ist der Punkt irgendwie. Wir wissen es gar nicht, worüber wir eigentlich hier diskutieren und sprechen. Und da kann man natürlich mit einem Handstreich irgendwie sehr viel Zustimmung in diesem Gremium erhaschen. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, dass uns die Faktenlage gar nicht bekannt ist. Danke, Herr Nihus. War auf jeden Fall auch hilfreich. Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz fasst folgenden Beschluss. Erstens, für den im Lageplan in der Anlage 1 dargestellten Bereich wird nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 8 Absatz 2 ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 76, 10, 11, 12, 76, 15, die 476, 1 und die 477, C der Gemarkung Geiersdorf. In der Beschlussanlage ist der Geltungsbereich ca. 1,37 Hektar groß und mit einer unterbrochenen schwarz bandagierten Linie gekennzeichnet. Zweitens, die Planaufstellung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch in Verbindung mit § 13 Absatz 2 und 3 Baugesetzbuch durchgeführt. Von folgenden Verfahrensschritten wird abgesehen: von der Umweltprüfung und dem Umweltbericht gemäß § 2 Absatz 4 und § 2a Baugesetzbuch, von der Angabe nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Baugesetzbuch, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10a Baugesetzbuch. § 4c Baugesetzbuch ist nichts anzuwenden. Das ist die Überwachung und das Monitoring. Drittens, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch wird in Form einer einmonatigen Planauslegung mit Gelegenheit zur Äußerung und zur Erörterung der Planung durchgeführt. Viertens, der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich laut Bekanntmachungssatzung der Großen Kreisstadt Annaberg-Buchholz bekannt zu machen. Gibt es dazu Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann ist das auch ein einstimmiger Beschluss. Dankeschön. Dann hatten wir heute vor dem Stadtrat eine Sondersitzung des Technischen Ausschusses. Und da geht es nochmal um drei Vergaben, die uns zeitmäßig natürlich auch sehr wichtig sind, dass wir die heute auch im Stadtrat noch mit beschließen. In dem Technischen Ausschuss sind alle drei Vorlagen einstimmig beschlossen worden. Die erste Vorlage betrifft das Vergabeverfahren Ausbau Hauptstraße in Frohnau. Der erste Bauabschnitt, die Sanierung der Stützmauer mit patentierten Verfahren. Also wenn Sie sich mal gedanklich nach Frohnau begeben, von unten kommen, die Umleitung, die jetzt installiert ist, nach oben fahren. Und nach dem Frohnauer haben wir rechts die erste Einfahrt, wo Frohnau
die Hauptstraße auf die Seemaltalstraße mündet. Dort wurden vor einer Weile Bäume gefällt, die liegen dort noch. Und diese Stützmauer soll saniert werden. Dazu gibt es ein patentiertes Verfahren. Deshalb gibt es keine Ausschreibung im herkömmlichen Sinne, sondern eine Ausschreibung, eine freihändige Vergabe, weil es nur eine Firma gibt, die dieses Patent besitzt. Mit dieser Firma haben wir in den letzten Jahren gute Erfahrungen gemacht an verschiedenen Stützmauern oder Brücken. Und das Angebot entspricht der Schätzung. Das ist die Bau- und Sanierungstechnik GmbH in Zwickau. Gibt es dazu noch Aussprachebedarf oder Klärungsbedarf? Das ist nicht der Fall. Der Zuschlag für Ausbau Hauptstraße in Frohnau bei Abschnitt 1, Abschnitt 1, Sanierung der Stützmauer mit patentierten Verfahren, wird auf nachfolgendes Angebot erteilt. Bau- und Sanierungstechnik GmbH, Niederlassung Zwickau in der Moritzstraße 3. Und das geprüfte Auftragsbrutto beträgt 228.826,65 €. Gibt es jemanden, der dagegen stimmt oder sich enthält? Dann ist es einstimmig und es kann losgehen in Frohnau. Macht alles noch ein bisschen dichter. Zweite Vergabe betrifft den Zinnackerweg. Das ist unser Anteil an Straßen- und Gehwegebau, die koordinierte Maßnahme mit dem AZV als Hauptauftragnehmer. Und dort haben wir eine Ausschreibung gemacht. Es gab mehrere Bewerbungen und glücklicherweise Firma Gernot Zimmermann als am besten, günstigsten, das wirtschaftlichste Angebot abgegeben und soll die Arbeiten ausführen. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Bitte, Herr Dams. In der Beschreibung steht, dass wir am Zinnacker den Abschnitt reduziert haben wegen Kostengründen. Was war dort geplant? Bloß Straßenbau oder auch koordiniert? Herr Ulich, können Sie das gleich beantworten? War im Bereich Einmündung Bernsteiner Straße am Zinnackerweg noch ein kleiner Abschnitt geplant, wo die Versorger Strom und meines Wissens einen kleinen Abschnitt Kanal machen wollten. Dort würden die also dann einen Grabenschluss herstellen. War in dem verfügbaren Budget unserer koordinierten Leistung nicht mehr abbildbar. Das ist richtig für uns nicht, aber die Versorger, die hätten es wohl nicht machen können, trotzdem. Die machen es trotzdem. Die machen es trotzdem, nur machen eben einen klassischen Grabenschluss und wir machen keine gesamte Decke. Gut, weitere Wortmeldung. Der Zuschlag für das Bauvorhaben koordinierte Maßnahme Zinnackerweg, Anteil Straßen- und Gehwegebau wird vorbehaltlich der Beanstandungsfrist gemäß § 8 Absatz 1 Sächsisches Vergabegesetz auf nachfolgendes Angebot erteilt. Die Firma Gernot Zimmermann GmbH und Co. KG von Annaberger Straße 2 in Annaberg-Buchholz. Das geprüfte Auftragsbrutto beträgt 148.553,50 €. Gibt es ja Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann haben wir auch das einstimmig beschlossen. Und eine letzte Vergabe. Der nächste Bauabschnitt am Fabrikkomplex Eminet am Steigerwald 9. Dort ist ja der vordere Teil komplett abgebaut worden. Jetzt geht es um den Bauteil B. Das ist das, was noch steht. Wer mal hinten war, das ist schon ein ganz anderes Bild. Und die Firma, die heute berücksichtigt werden soll, die das Ausschreibungsverfahren aus unserer Sicht gewonnen hat, ist die Firma, die das auch bisher getan hat. Und da sind wir recht froh drüber, weil die Baustelleneinrichtungen und alles, was man noch so dort dazu braucht, wieder genutzt werden kann. Die sind immer drin, 180.000 ungefähr. Und dann hätten wir dieses ganze Thema bis auf wenige Restarbeiten mit der Außenanlagen oder Undulierungen oder wie auch immer wieder Herstellung der Fläche. Alles erledigt. Gibt es hierzu noch Rückfragen? Nicht der Fall. Der Zuschlag für das Bauvorhaben Abbruch Fabrikkomplex Eminet am Steigerwald 9 wird vorbehaltlich der Beanstandungsfrist gemäß § 8 Absatz 1 Sächsisches Vergabegesetz auf nachfolgendes Angebot erteilt. Die Längefelder Recycling und Abbruch GmbH, Auerbacher Straße 42 in Längefeld zum Auftragsbrutto geprüft, 180.177,87 €. Gibt es hier Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ist nicht der Fall. Dann sind wir damit auch einstimmig und durch mit den Beschlussvorlagen. Tagesordnungspunkt 11, Anfragen, Informationen. Gibt es aus Ihrer Mitte Anfragen oder Informationen? Herr Dams, bitte. Fünf kleine Sachen. Ne, ich
informiere. Ich hatte vor 2 Monaten schon mal im Ältestenrat das angesprochen. Da ging es um unsere Sportlerin Julia Daubitz. Ihr wisst ja, die ist sehr erfolgreich. Was wir da als Stadt machen. Man sieht das in Geier. Für Erik Frenzel ist ein Ortseingang was gemacht. Für die Sportlerin aus Königswalde, wie heißt sie, die Langläuferin. Da ist auch Hennig. Und vielleicht könnten wir als Stadt auch sowas machen an den Ortseingangsschildern. Julia Daubitz, Heimatort Annaberg-Buchholz. Vielleicht würde das würdig dieser Leistung entsprechen. Das war das Erste. Dann das Zweite, wir sind ja Mitglied im Abwasserzweckverband. Da war es üblich, dass immer mal unregelmäßigen Abständen mal der Geschäftsführer im Stadtrat berichtet hat, wie der Stand ist. Weil normal, wenn wir nicht im Zweckverband wären, hätten wir ja die Aufgabe als Pflichtaufgabe in der Stadt selber. Ob wir das organisieren können dieses Jahr. Das Dritte, am neuen Konsulat Buchholzer Straße 57 war mal eine Gedenktafel für das Konsulat. Das haben wir nach der Wende dort angebracht. Die ist weg. Weiß da jemand, wo die ist und was? Prüfen wir. Ist weg. Dann, aber es prüfen wir. Ist ja jetzt ein Eigentümer da. Herr Nihus, wissen Sie was darüber? Nee, ist irgendwie verschwunden. Also ich frage Herrn Nihus, weil er dort tätig war. Ja. Ach so. Ist mir bloß bei meinem Streifendienst aufgefallen. Ne? Shit. Ich Spaß weiß. Pflegedienst wurde heute schon mal kurz beim Seniorenbeirat angesprochen. Ich habe dort ein Schreiben gefunden vom Landesamt für Straßenbau. Da gibt es Hinweise an die unteren Straßenverbehörden, Umgang mit erhaltenen Balken für Pflegedienste. Ist die bei uns bekannt und wird danach verfahren? Herr Fiesmann, ist Ihnen das bekannt und werden wir danach oder verfahren wir danach? Also, soweit ich weiß. Bis 2020. Nee, die ist mir jetzt nicht bekannt, aber das Verfahren, was wir mit den Pflegediensten machen, das ist eigentlich so in Ordnung. Da brauche ich das LASUF nicht dazu eigentlich. Nee, ich wollte bloß fragen, ob nee. Man kennt das ja im Ausschuss mal vertiefen. Ne? Und das Letzte hatte ich jetzt gelesen. Dieses Jahr ist wieder Städtetag in Köln am 23. bis 25. Mai. Ist das bei uns schon eingegangen in der Stadt und wie verfahren wir da als Stadt? Es gibt ja das werde ich im Ältestenrat mit. Das ja. Also es ist bekannt. Ja. Natürlich. Ja. Weil andere Städte sich auch schon angemeldet haben. Dort gibt es Essen. Das war's. Fünf Sachen. Bitte weitere Wortmeldungen, Herr Kremmer. Ja, wir hatten ja vor einiger Zeit die Straßensperrung wegen Eminett-Abriss. Da hatte ich mich gefreut, dass das so schön koordiniert wurde mit der RVE, mit dem Busverkehr. Leider hat es nur in der ersten Woche geklappt. In der zweiten Woche waren wahrscheinlich andere Fahrer da, die nicht wussten. Die Kinder der 8. bis 4. Klasse seien an der Bushaltestelle stehen geblieben. Die Busse seien vorbeigefahren. Und die größeren Schüler, die dann nach Hause gefahren seien, mussten bis... Also die haben sie oben nicht aussteigen lassen, die mussten bis ins Tal fahren und haben sie trotz Rufen, wir wollen hier raus, nicht rausgelassen. Mich steht es gerne mal interessieren, also der Fahrer hätte gesagt, da hätte keine Anweisung dazu. Und mich steht es mal interessieren, warum das so gekommen ist. Also die Muttis haben dann ihre Kinder ab Mittwoch selber in der Schule gefahren, weil sie gesagt haben, es ist uns zu unsicher, wenn die dort an der Straße stehen. Nicht schön. Wir werden das als offizielle Anfrage an die AVG geben. Bitte, Herr Boden. Meine Anfrage wäre, Bahndamm an der Dahlstraße, ist da schon was bekannt, zwecks den Nachschnitt? Machen wir da noch was? Herr Ulich. Also es ist durch die Erzgebirgsbahn ja vollzogen. Wir hatten da schon eine Nachfrage gestartet, haben aber jetzt keinen Termin oder keine Aussage bekommen. Bisher würde ich nochmal nachtelefonieren, wie das weitergeht. Das wäre schön, also dass es ordentlich aussieht, weil zurzeit sieht es einfach nicht ordentlich aus und die Leute beschweren sich wirklich. Es ist kein schönes Bild. Das Zweite, was ich hatte, und zwar war auf der Karlsbader Straße das Gerüst vom ehemaligen Rebbelbäckerhaus. Ist laut Stadtverwaltung bezahlter Eigentümer das Geld dafür. Mich würde interessieren, wie viele Jahrzehnte da so ein Gerüst stehen darf. Weil es sei schon 5 Jahre und dort wird seit 5 Jahren ein Fußweg blockiert. Das war zum Beispiel ein Thema bei uns in der Bürgerfragestunde oder Bürger
Geschichte, die wir jetzt auch geschoben haben, da hätte ich gerne mal eine Auskunft drüber. Können wir dazu was sagen, Herr Ulich? Also es ist eine Sondernutzung, ob die zeitlich beschränkt ist, kann ich jetzt ohne weiteres nicht sagen. Man müsste einfach einmal gucken, ob es eine technisch andere Lösung gibt, beziehungsweise wie denn generell der Fortschritt am Gebäude oder seine Planungs- und Bauabsichten weiter existieren. Ich denke, das ist vielleicht der zielführende Weg, um dort Klarheit zu kriegen. Also Eigentümer sind uns bekannt? Ist uns bekannt, ja. Gut. Die Begründung ist einfach die, seit das Gerüst steht, seit dem Abriss vom Rebbelhaus, seitdem steht das Gerüst, die Matte, auf der es draufsteht, die ist schon weggefault. Also das ist kein ordentlicher Zustand. Also da müssen wir wirklich mal rausgehen lassen. Das Letzte, was ich noch hatte, ein bisschen Werbung natürlich. Bürgersprechstunde ist vorgezogen in Buchholz auf morgen wegen Karfreitag. Und dann wollte ich noch Montag, das sprich mit Schmidt im Rathaus 19 Uhr in Buchholz, dass wir das ja auch nochmal in der Öffentlichkeit gesorgt haben. Wäre schön, wenn da sich wieder viele Bürger dran beteiligen. Genau. Dankeschön. Herr Beuges. Ich will noch mal auf die Straßenreinigung zurückkommen. Die Frau Annette Fleming hat eine gute E-Mail geschrieben, die in der Stadt verbreitet wurde. Dort wurde aufgefordert, dass die Halteverbote eingehalten werden, sonst werden die Fahrzeuge abgeschleppt. Genau. Das war das Erste. Ich rede jetzt mal von der Schillerstraße. Da standen zwei Autos, die standen heute Nachmittag noch, wurden nicht abgeschleppt. Somit hat es natürlich bei drei Häusern, ist der Dreck liegen geblieben. Und wenn Wind entsteht, wird er sich auf der Schillerstraße weiter verbreiten. Das Zweite war, dass Frau Fleming geschrieben hat, es wäre ratsam, dass die Anwohner die Fußsteige gleich mit reinigen und das auf der Straße in die Schnittgrinne. Aber da hat der Bau Bildende, die haben dort Laubgebläse eingesetzt, um die Schnittgerinne wieder frei zu machen und natürlich der Hälfte von dem Dreck wieder auf die Fußsteige. Das nächste war, dass angekündigt wurde, dass auch die Gullis mitgereinigt werden. Ist aber nicht passiert. Wird manchmal versetzt gemacht. Kommt noch. Ja, da stehen aber meistens Autos dann. Mhm. Aber es wurde im Teamzuge der Reinigung mit angekündigt. Das nächste ist, bei den Kernen, die Schillerstraße ist ein reiner Flickenteppich. Und da hat es auch mit Betonstücken rausgeschleudert und liegt jetzt in der Schnittgeräte. Es wäre ratsam, dass mal das ist mal eine halbe Stunde Arbeit, weil das ja Sondermüll ist, dass das der Bauhof wegräumt. Das war's. Dankeschön. Herr Ulich, vielleicht geben wir mal eine Information über den aktuellen Stand Reinigung, Straßenpflegung und das, was gerade so passiert, auch was das Thema Abschleppen betrifft. Herr Fiesmann, wir hatten uns heute kurz darüber unterhalten. Dort haben wir ja wirklich das Ärgernis, dass viele das nicht für ernst nehmen, wenn wir Halteverbotsschilder wegen der Reinigung aufstellen. Oder dass, wenn die Reinigung durch ist, der Gulli auch noch gereinigt wird. Und solange die Halteverbotsschilder dort stehen, gelten sie auch. Aber vielleicht Herr Ulich und Herr Fiesmann. Ja, wir haben am Dienstag mit der Straßenreinigung begonnen, am Montag die Kehrmaschinen geholt. Dienstag war natürlich witterungstechnisch so, dass wir schon einen halben Tag pausieren mussten, weil früher noch Schnee lag. Wir haben dann ab Mittag im Zweischichtsystem gestartet. Das wird jetzt die nächsten 4 Wochen uns beschäftigen, die Frühjahrsreinigung. Vielleicht noch zum Ablauf. Es ist natürlich so, dass wir bestrebt sind, die Gullis in dem Zuge gleich mit zu reinigen, aber die reinen Laufzeiten, Kehrmaschine und Gullireinigung, sind einfach unterschiedlich. Das heißt, die Kehrmaschine ist oftmals schneller durch als das Gullireinigungsgerät. Das heißt, die laufen voneinander weg, sodass es also auch passieren kann, dass die Gullireinigung dann eben erst einen Tag später passiert, weil das nicht unmittelbar zeitlich aufeinander folgt. Im Anschluss an die Frühjahrsreinigung würden wir mit der Frühjahrsflickung beginnen. Das wird also Anfang Mai sein. Auch dort sind wir jetzt schon dabei, die
Schäden aufzunehmen, zu priorisieren und dann uns eine Abfolge zu erarbeiten, verkehrswichtig zuerst und dann nach Ortsteilen getrennt die Flickung abzuarbeiten. Noch zur Ergänzung von mir, also wir haben ja die letzte Pressemitteilung von der Frau Flämig auch nochmal angeregt, weil wir am Dienstag feststellen mussten, dass so viele Fahrzeuge dort in den Halteverboten standen, dass wir Abschleppmaßnahmen hatten, wie wir sie in den letzten Jahren nicht gehabt haben und haben dann eben nochmal versucht, auf die Bürger einzuwirken. Bürger, die bei mir angerufen haben, haben mir den Eindruck vermittelt, dass sie wahrscheinlich aufgrund der Witterungsverhältnisse diese Halteverbote gar nicht für voll genommen haben, weil sie gedacht haben, naja, bei dem Wetter wird keine Reinigungsmaschine fahren können oder keine Kehrmaschine kommen. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum eben auch viele ihr Fahrzeug einfach stehen gelassen haben, obwohl die Halteverbote ordnungsmäßig gestanden haben. Herr Borger, ist noch eine Nachfrage. Die Reinigung war heute auf der Schillerstraße. Und ich frage mich, weil das immer wieder passiert, warum werden die nicht abgeschleppt? Also wir schleppen ab. Aber ich weiß nicht, warum wir in dem konkreten Fall jetzt nicht abgeschleppt haben. Herr Fiesmann, kannst du das beantworten? Die sind ja zu den unterschiedlichsten Zeiten dort. Und wenn der Betriebshoffahrer, wenn der merkt, da ist irgendwas im Argen, dann ruft er auch in meinen Vollzugsdienst. Wir sind ja auch zweischichtig da tätig. Auch die Reinigungskehrmaschine fährt ja auch zweischichtig. Also wir sind schon bemüht, da hinterherzukommen. Und es kann eben sein, dass da sich da was überschnitten hat oder dass es nicht funktioniert hat. Aber an sich wird alles, was jetzt dort den Lauf der Reinigungsmaschine stört, wird eigentlich dann abgeschleppt, wenn es nicht erreichbar ist, wenn die Leute nicht erreicht werden können. Also wir versuchen natürlich immer noch, die Leute, die Fahrzeugführer zu erreichen, aber das klappt halt eben heutzutage alles auch nicht mehr. Und eben was viele Fahrzeugführer auch immer sagen, ja, ihr könnt in der freien Presse veröffentlichen, was ihr wollt, ihr könnt bei Facebook veröffentlichen, lese ich alles nicht, interessiert mich alles gar nicht. Könnt ihr mal irgendwie Bescheid sagen oder sowas. Aber das ist halt eben heutzutage viel schwieriger geworden. Das Halteverbotsschild ist eigentlich Bescheid genug. Gut, gibt es weitere Wortmeldungen? Bitte, Herr Richter. Ja, bitte. Was die Gullireinigung betrifft, vielleicht kann das Fahrzeug gleich mal Stegerwald, Ecke Lindenstraße, da läuft gar nichts mehr ab. Irgendwie da noch. Also akute Havarie. Vorbeifahren. Herr Ullich mit aufnehmen. Bitte. Ich habe noch mal eine Frage zum Stadtteil Buchholz. Es ist mir vorhin so aufgefallen, als der Herr Dammkehler seinen Vortrag gemacht hat. Wir haben ja die obere Stadt von Buchholz im Kämen-Fördergebiet eigentlich mit drin. Also so lange wie ich hier sitze jedenfalls nicht. Ich habe vor kurzem mal einen Termin gehabt mit der Bauordnungsbehörde auf der Hans-Sachs-Straße. In dem Zusammenhang hat mir der Herr Mehnert erklärt, dass es dort oben ein sehr schönes städtebaulich geschlossenes Carré ist. Und zwar Karlstraße, Bodelschwingstraße, Hans-Sachs-Straße. Ne, dass man dort keine Häuser rausreißt. Jetzt haben wir dort natürlich ein riesengroßes Problem, nämlich die untere Ecke, Bodelschwingen-Karlstraße, dieses Eckhaus, das verfällt zusehends. Und wenn wir dort nicht irgendwann mal was machen, dann haben wir nämlich das Problem, dass die zwei Straßenzüge drücken, das Haus, das fällt raus, geht kaputt, wie ja immer. Jetzt wäre meine Frage halt, kann man nicht mal in so einem Fördergebiet auch eine Insellösung, dass man sagt, in dem Fall, weil es städtebaulich geschlossen in eine wunderschöne Ecke ist, wir müssen dort was machen, kann man das nicht mal in irgendein Fördergebiet mit reinnehmen? Das hat sich mir vielleicht zum Grundsatz, Frau Dankeler, können Sie das beantworten? Also der Bereich dort oben, der Hans-Sachs-Straße, da ist noch im Stadtumbaugebiet Buchholz mit drin. Also das heißt, grundsätzlich haben wir ein Fördergebiet dort in dem Bereich. Das Gebäude ist im Privatbesitz, auch hier sind unsere Grenzen dann erreicht, wenn der Private keine Mittel hat oder keinen Willen hat, die Gebäude instand zu setzen. Und wir haben die Aufgabe, dann tätig zu werden, wenn tatsächlich eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht, was wir teilweise schon machen mussten, dann einzugreifen. Das ist aber wirklich der letzte Schritt. Die Mittel für die Sanierung und Aufwertung im Quartier, die haben bestanden. Die sind aber gerade in Buchholz nicht in dem Maße abgeflossen, wie wir uns das gewünscht hätten. Also die Frage beantwortet, es ist Fördergebiet. Richtig, also es ist noch Fördergebiet, wir sind in der Auslaufphase, das heißt auch die Mittel dort, die jetzt noch zur Verfügung stehen, die sind sehr begrenzt, das heißt wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten dort tatsächlich noch Förderung auch von Privaten überhaupt zu unterstützen, da sind wir jetzt im Prinzip am Auskehren der letzten Fördermittel, die wir auch sehr, sehr stark für eigene Maßnahmen brauchen. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, weil wir das Carré dort im Fokus haben und wissen, es wird irgendwann wieder dort ein Fördergebiet geben müssen. Und gerade der Bereich, dort von dem Sie reden, ist natürlich ein Bereich, der uns da große Probleme bereitet aufgrund der Ballung der schwierigen Gebäude. Herr Brandl, bitte.
Ich würde auch noch mal auf den Problemfall eingehen. Es geht dabei um den Straßenabschnitt am Flößgraben zwischen Alte Poststraße und Zaunkönig hinten, also Verlängerung Alte Jöstädter. Dort wurde ja auch das neue Wohngebiet ausgewiesen und auch ganz gut bebaut. Das hat sich schön entwickelt. Und drei Wohngebäude sind dort Altbestand. Also es geht um 5 Wohngebäude und einige Garagen. Und ich glaube, 20 oder 21 hatte ich das hier mal angesprochen. Ich stehe seitdem auch mit dem Christian Ulich in einem regen Kontakt. Es gab immer Gründe, die Fahrbahnerneuerung dort mal zu verschieben. Die Gründe waren nachvollziehbar, das habe ich alles verstanden. Aber jetzt wursteln wir dort im dritten Jahr an dem Projekt. Und jetzt, dieser Tage, müsste man sich einfach mal anschauen. Ich habe es heute fotografiert. Mhm. Dieser Abschnitt besteht eigentlich nur noch aus Bruch- und Schlaglöchern. Die sind jetzt auch randvoll mit Wasser. Als Anwohner trägt man dort den Fahrbahnbelag, also in Form von Schlamm oder von Staub, in sein Grundstück, ins Auto. Die Pampe klebt doch an den Fassaden, da fahren noch manche ein bisschen schneller durch, die mögen halt Offroad. Ne? Dann klebt dieser ganze Dust an den Gartenzäunen, an den Fassaden, das muss ja nicht sein. Ich kann nachvollziehen, warum es bis jetzt so lange gedauert hat, aber würde wirklich darum bitten, dass man da noch mal versucht zu beschleunigen, was zu beschleunigen geht. Dass man den Missstand dort mal aufhebt. Also das ist für die, die dort länger schon wohnen, ja, man gewöhnt sich an vieles, auch scheibchenweise, aber gerade für die, die neu gebaut haben, da viel Geld bezahlt haben für ihre Häusel, ist das eigentlich eine Zumutung. Ja. Also Christian, willst du vielleicht auch noch was dazu sagen? Aber ist es in der Flickung mit vorgesehen? Naja, weshalb wir es auch verschoben haben, es gibt dort eine größere Maßnahme der Versorgungsträger, also insbesondere die ETW hat dort drei Hauptwasserleitungen, die in diesem Jahr ausgewechselt werden. Deshalb haben wir uns auch dafür entschieden, dieses Jahr den Deckenschluss nicht zu machen, weil das den Zeitraum in Anspruch nehmen wird für die Trinkwasserauswechslung. Das heißt also, für uns ist die Maßnahme für 24 Jahre im Rahmen Alte Poststraße noch inbegriffen. Das heißt also, wir werden natürlich versuchen, die Notreparatur soweit, dass die Befahrbarkeit hergestellt ist, nochmal zu machen. Und danach wird die ETW mit den Baumaßnahmen beginnen, Ende Mai. Danke. Weitere Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir mit dem öffentlichen Teil durch. Ich bedanke mich für die Teilnahme. Wir machen eine Pause, eine kurze, und finden uns dann in 10 Minuten, eine Viertelstunde wieder hier.